Jetzt aber, oder? Hallo? Test, hallo? Oh Gott, ich bin wieder da. Alter, hat noch einer den alten Chat offen? Sagt allen Bescheid. Wir sind wieder zurück. Traumpartner, die zweite. Oh, Kacke, Alter. Ey, ich hab den Stream des Jahres. So einen guten Stream hatte ich noch nie. Und dann werde ich hier, keine Ahnung, gedidost oder so. Es war richtig, es war komplett das Internet weg. Aber richtig, ganz weg. Nicht OBS abgestürzt oder YouTube abgestürzt. Irgendwer hat draußen am Sicherungskasten rumgespielt. Boah, jetzt warten wir mal nochmal ganz kurz. Hoffentlich kommen alle Menschen nochmal wieder. Was war denn da los? Ja, klar. Und jetzt, oh Gott, die Hälfte der Leute kriegt jetzt wieder keine Meldung oder so, dass ich streame. Und dann, oh Mann. Ich höre die ganze Zeit das Schnüffeln von der Frau. Oh, Perry Hotter, wo hast du gespendet? Das ist ja aber nicht angekommen. Wir waren über 600, Tucker. Bei mir wurden über 600 Leute angezeigt. Und auf einmal, boom, einfach weggebumst. Mary war einfach zu viel. Feucht. Feucht, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Oh Gott, Alter. Das waren die Russen. Unterseekabel durchgeschnitten, Alter. Oh. Die Elite hasst den Erfolg von Kreisindustries. Ja! Scheiße, ey, oh Gott. Ihr wisst, wie das ist? Das ist wie, wenn du stehst in der Schlange und denkst dir, oh, ich will eine Pizza essen und dann ruft einer vorne, wir haben keinen Käse mehr. Und dann die Hälfte der Schlange rennt davon. Ah, Kacke, Alter. Oh. Ey, aber mega Glück gehabt, dass es wenigstens wieder geht. Mega Glück gehabt. Ja, Dude, das wird nicht immer so sein. Das ist das Spiel, das Thema an sich und so. Leute, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Vor allen Dingen, oh Gott, Alter, die Leute haben Geld donated und so. Und das wird alles oben nicht mehr angezeigt und sowas. Das kotzt mich an. Aber da kann jetzt YouTube kann da jetzt nichts für, ausnahmsweise. Ah, der Biber. Was los? Das Internet ist abgeschissen. Ich weiß nicht, ob der alte, existiert der alte Chat noch, in dem man noch jemand reinschreiben könnte, so, ey, yo. Truam-Partner. Ja, ja, ist Absicht. Ist Absicht. Ja, ja. Ach ja, speichern. Alter, das war der Stream des Jahrhunderts. Was, der Stream ist gesperrt? Das Nachbarskind oder die... sind immer die... Das Nachbarskind ist ein russisches Kind. Ah, das ist echt, ey, das war so fies jetzt. Das war so eine fiese Nummer. Das war so eine fiese Nummer. Ihr könnt das Video angucken. Okay, schreibt unter das alte Video, dass er wieder online, er ist wieder live. Oh. Eflo, ich kann dich der Dame jetzt noch nicht vorstellen. Wir wollen sie ja erstmal klar machen. Danach, wenn Kreis fertig ist, dann okay, Eflo, dann. Den goldenen ja, Mary hat den Stream gestellt. Ich weiß nicht, was passiert ist, keine Ahnung. Normalerweise schreibt der Nachbar dann manchmal so: Ist dein Internet auch weg? Valkyrie war es, weil sie Wäsche aufhängen musste. Das Krasse ist, es ist genau in dem Moment passiert, wo ich was zum Laden, ich mach das jetzt nochmal,
schließe jetzt mal was zum Laden an meinen Computer an. Ne, jetzt bin ich noch da. Ich habe was zum Laden angeschlossen, Alter. Internationaler Totalausfall, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ich bin ja wieder bei der Telekom. Hat Telekom wieder Störungen gemeldet? DK haut 2 Euro raus. Donations haben YouTube kaputt gemacht. Direkt weiter. Kam da ein Geräusch? Kann ich die nochmal triggern? Oder ist Streamlabs jetzt auch kaputt? Muss ich Streamlabs nochmal aktualisieren? Das war ja auch irgendwie abgestürzt. Vielleicht hat er irgendwie die Connection verloren. Cache aktualisiere mal. Hand of Blood Mafia, vielleicht, ey. Leute, wir machen weiter. Wir machen weiter. Es ist gar nichts passiert. Herzlich willkommen. Willkommen bei Kreisverkehr. Wer diesen Part hier findet, es gibt noch einen anderen kurzen Part, der leider abgeschissen ist und wow, Alter, ich war total geschockt gerade und dachte, nein, wieso, kein Signal mehr, Alter, wir waren richtig im Hype-Modus, wir waren richtig auf dem Schiff nach oben unterwegs, Alter, und dann wirst du hier gedidost oder so, Alter, Rico, so, was sind denn unsere Hobbys, für welche Hobbys interessieren wir uns denn, tanzen, wir haben Tänzerbeine, ne, wir haben ja Tänzerbeine. Liken ist richtig und wichtig. Ja, ey, Leute, wenn ihr Bock habt, ich bettel nie irgendwie nach Likes und Bewertungen in Streams rum, weil ich euch damit nicht nerven will. Aber wäre halt geil, wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen rausdrücken könntet, damit vielleicht die anderen nochmal das Signal kriegen. Internet war einfach weg, Rico. Ich war unten am Router geguckt und da war diese Link-Lampe vom Router, hat die ganze Zeit nur geblinkt, so. Und dann bin ich nach oben gegangen, hab ein bisschen in mich reingeweint und dachte, oh Mann, Alter. Hast du einen neuen Stream gestartet oder laufen 2 gleichzeitig? Wieso, ich habe nur einen neuen Stream gestartet. Warum laufen 2 Streams gleichzeitig? Ne, das geht aber eigentlich nicht, wegen Streamschlüssel, weil du ja einen Streamkey hast. Joko! Schönen guten Abend, Kreis und Chat. Joko, ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Danke für die 30 Euro, Alter. Vielen, vielen Dank. Oh, Mann, ey, es haben vorhin Leute so krass reindonatet und waren so weit oben im Superchat und so. Und es ging voll ab, Alter. Hier war richtig übelster Rausch, Joko. Und dann ist mir das Internet abgeschissen, ey. Und es war so krass, Alter. Aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen im Rausch. Jetzt sind wir schon wieder bei 270. Und die Leute, denen jetzt der Stream abgeschissen ist, die versuchen es vielleicht ja noch ein, zwei Mal und kommen dann wieder. Und dann, Alter, brechen wir hier alle Bahnen. Und dann lernt ihr heute Abend, wie es läuft, Joko. Heute Abend lernst du, wie man sich einen Partner klar macht. Ich habe hier schon, guck dir die schöne Dame an. Mary ist richtig da, ne? Sie würde gerne über Hobbys sprechen, die sie interessieren, aber ihre Begeisterung ist verflogen. Ich bin nicht gestört. Ich sage ihr, dass ich nicht gestört bin. Ich bin nicht gestört. Ich bin ein sauberer Mensch. Ich möchte, dass andere Personen auf ihre Sauberkeit achten. Ich bin auch ein prätentiöser Mensch.
Ich achte auf seine Kleidung, sein Auto. Steigt runter von eurem Mobil. Alter! Und denkt nach. Nicht vergessen. Mit den sicheren Posen kommst du später in den Himmel. Peace-Zeichen. Hasen. Falscher Himmel. Grüße gehen raus der Illuminati. Die Illuminati sind wieder da. Endlich. Mal Leute. Alter, Mabize. Nehmt ihr mich bitte auf in den Club? Dumm, 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 dumm. Mabize, Prinz Klausi. Alter, was geht denn jetzt ab? Mary, Alter. Ey, wir konnten nicht mal Mary klären. Mary achtet auf saubere Menschen. Oh, Leute. Ich krieg die Krise, Alter. Klausi 50, Mabize 50, Joko 30. Was geht bei euch ab? Boah. Jetzt war es Mary auch zu viel. Lynn ist auch da. Hallo, schönen guten Abend. Willkommen zurück, alle Menschen. Oh, ey, Leute, danke, dass ihr zurückgekommen seid. Ich dachte schon, ich hätte verloren und wäre im Äther versunken. Es tut mir so, so leid. Es ärgert mich so sehr, dass dieser Stream-Rausch, den wir gerade hatten, so unterbrochen wurde. Aber, Alter, es geht direkt weiter mit Stream-Rausch. Ey, Klausi haut raus. Er ist Prinz. Er ist ein Prinz. Prinz Klausi. Von dem habe ich auch so eine E-Mail gekriegt. Der hat gesagt, er würde mir ja gerne mehr Geld schicken, aber er kann nicht. Wegen internationaler Rechte muss ich ihm erst 2.300 Euro nach Nigeria überweisen, weil er ja nigerianischer Prinz ist. Und ja, ne? Also das klingt auf jeden Fall nach einem sehr seriösen Angebot und ich schicke ihm auf jeden Fall meine Kreditkartendaten auch mit der Sicherheitsnummer, ganz klar. Weil ich will ja an mein Geld kommen. Ey, die Anzeigen. Dumm, 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 dumm. Aber ich soll doch ins Möbelhaus. Und ich bin irgendwie wenig hot und. Warte mal ganz kurz, jetzt war ich gerade ein bisschen. Was wollten wir jetzt machen? Ich habe irgendwie. Wurde mein. Alter! Wie alle Donationssounds raus. Alter, da waren sie wieder, die Tiroler Zungenpritschler. Wow, die Tiroler Zungenpritschler. Na, habt ihr gesehen, wie ordentlich geil sie mit der Zunge schnalzen können? Wollt ihr auch mal geil mit eurer Zunge schnalzen und sie bewegen? Für die einen richtig geilen Tentakel mit ordentlichen Saugnapfen? Dann kauft euch jetzt die Tentakelcreme von Kreis Industries. Nur 6 Liter am Tag davon, direkt auf die Zunge in den Magen und schon seid ihr richtig geile Pritschler. Und wer das Pritscheln immer noch nicht richtig kann, der kann natürlich immer wieder zum Kohlfurzenglas greifen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Moon the Fox, vielen, vielen Dank für 75 Euro. Dankeschön. Da war noch Melitta-Kaffee. Nee, Melatica. Ach, Melatica ist wieder da. Melatica, so. Es ist ja so Metallica, aber Melatica-mäßig. Und ich und sie tragen gleichzeitig du und ich und du. Also, was ist mit diesem Auto? Schnabelweich. Also, ey, Prinz Klausi nochmal. Dankeschön, Melita Kaffee. Dankeschön nochmal, Moon the Fox. Dankeschön. Alter, Möbel kaufen. Ich habe 170 Dollar. Kaufen wir so einen Fliesentisch, oder? Alter, das ist ein 150 Dollar Hocker. Was ist denn hier günstig? Hier ein Sessel für 50. Ach so, das gibt Charisma. Dann kaufen wir hier so eine Couch. Ich besorge mir mal eine Couch. So. Das Auto. Das Auto. Das Auto! Dum, 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 dum. Das Auto! Benutzt die 6 Euro zum Waschen, um Marie zu klären. Gruß an Chat und Kreis. Ich muss mich waschen, damit wir Mary klären können. Da hast du völlig recht. COD Highlights. Dankeschön für 5,99. Vielleicht hat er. Das klingt nach so einem 420-Kanal?
der Highlights von COD hochlädst. Und das High ist ein Wortspiel. Dankeschön für 5,99. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Lucky Stranger, dankeschön für das Spaghetti Monster. Vielen, vielen Dank für 30 Euro nochmal. Ihr kriegt gleich... Oh Gott, was war das? Wow, das hat mir irgendwie den Magen gekitzelt. Wow. Leute, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. 5,99 und 30 Euro und 70 und German Noodles. Dankeschön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Komm, ich gönne euch einfach nochmal ein. Ich gönne euch einfach nochmal ein, weil es ein neuer Stream ist und jeder Stream braucht seinen Sexy-Kreis. Mach das Auto leise so lang. Da sind wir wieder, Leute. Da sind wir wieder. Boah, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Casting Couch haben wir jetzt. Jetzt haben wir eine Casting Couch. Damit kommt man bei Frauen gut an. Ich habe da so Dokumentationsvideos im Internet gesehen. Und da sind die Frauen auf diesem... Da ist so ein Sofa. Und die Frauen, die sich da... Also die werden dann immer so gefragt, was machst du so? Und hobbymäßig und keine Ahnung. Und, Alter, hier ist Astroworld. Aber ich will doch nach Hause. Wie komme ich denn nach Hause? Hier ist ein Freizeitpark. Da unten ist irgendwo mein Zuhause. Und aus irgendeinem Grund ziehen die Frauen sich dann immer auch aus und so. Also das muss am Sofa liegen. Ich kann mir das nicht anders erklären. So, jetzt sind wir doch zu Hause hier. Krass. Alter, ich hoffe, dass jetzt... Ey, vor allen Dingen, ich weiß nicht... Moment, ich muss mal eben ganz kurz hier... So Lucky Stranger zum Beispiel und so. Die, nicht, dass die jetzt denken, Alter, ich bin einfach... Und wir haben VIPs und so reingekriegt. Ne? Und nicht, dass die jetzt denken, so, jetzt geht er einfach offline, weißt du? Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling, touch a tatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling, patting pockets. You take the dollar, dollar, can a damn soul stop it. Danke für die feuchten Träume heute Abend. Alter. Ich weiß nicht, was heute hier abgeht. Das ist voll... Alter, Leute, ihr versetzt mich voll in so einen Goldrausch. Das ist nicht okay. Vor allen Dingen die Superchats von gerade. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann die gar nicht mehr sehen. Wer hat denn heute Superchats rausgehauen? Aber ich weiß, wo ich die noch sehen kann. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal hier ins Studio. Analytics. Umsätze. Wow. Supers. Superchats? Kann ich die irgendwo sehen? Dum, 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 dum. Wegen dir ist der Franzl lang in meiner Playlist und ich liebe es, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Der Franzl ist geil, gell? Der Franzl ist super. Hier haben wir Superchats. Aber neueste Kommentare. Hä, das sind Super Thanks. Ach so, das sind nicht Superchats. Das sind Super Thanks. Shopping. Kanalmitgliedschaft. Verdammt, ey Leute, es tut mir so leid. Ich hoffe, dass die Menschen das jetzt hier sehen und so. Und... Es tut mir wirklich so leid, also das Internet ist abgeschissen und ich will nicht, dass sie jetzt, ne, versteht ihr, was ich meine? Ich sag mal Bietze gleich auch nochmal richtig Dankeschön und Lachsmeister, aber wisst ihr, wie man sich jetzt dann fühlt so? Und du, weißt du, die standen oben im Superchat, da waren 200 Schweizer Franken dabei, Alter. Ich weiß, bist du noch da? 200 Schweizer Franken, Mann. Ne? Das, ja, ich kann nichts dafür, aber es fühlt sich trotzdem so scheiße an.
Weißt du, weil ich jetzt denke, Kacke, jetzt stell dir mal vor, du haust 200 Schweizer Franken raus und auf einmal geht der Stream offline und du denkst dir, was will er denn jetzt von mir, Alter? Ich habe ihm gerade richtig Ehre rausgegeben und dann verpisst er sich einfach so ungefähr, ne? Weiß ich, ich habe richtig schlechtes Gewissen jetzt deswegen. Wirklich, es tut mir super, super leid. Ich hoffe, dass ihr nochmal wiederkommt oder da seid und das hört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es ist wirklich übel eklig. Ja, kassieren und abhauen mäßig. Mabize, Alter, 100 Euro. Vielen, 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 vielen Dank. Danke für die Unterstützung, Alter. Vielen, vielen Dank für den Support. Und Lachsmeister auch nochmal 20 Euro. Vielen, vielen Dank. Der Franzl ist geil, Leute. Die Hardstyle-Burms, die sind eh geil. Die Hardstyle-Burms sind cool. Was ist passiert? Mein Stream ist vorhin abgeschissen. Wir waren 600 Leute und dann ist er abgeschissen. So, was soll ich zu Hause machen? Stellen Sie Möbel auf. Sie finden es außerhalb des Hauses. Oh, hier. Die Casting-Couch. Voll geil. Der Mabize-Support ist normal. Dankeschön, Mabize, Alter. Vielen, vielen, vielen Dank. Guck mal, VIP ist er auch noch. Alter, im hohen Glanze der glorreichen Glückseligkeit. Wo stellt man denn so eine Casting-Couch in unserem schönen Haus am besten auf? G-Pferd? Warum soll ich auf G für Pferd drücken? Drehen, Ort stornieren. Ach so. Na komm, die passt doch aber hier. Boah, ey, Leute, guck mal. Ey, wenn ich euch jetzt auf ein heißes Date bei mir zu Hause einladen würde, hä? Guck mal hier. Ich habe eine richtig schöne Wanne und auch hier, ne? Bett. Captain of Titan war das. Ist Captain of Titan noch da? Bist du da, Captain of Titan? Hoffentlich. Also alle anderen auch, aber das war schon krass dick Ehre. Ich kann es überprüfen. Nee, ist gerade nicht im Chat. Glaub, weil mehrere YouTubes gleichzeitig laufen, wie bei mir Xbox und Handy. Ach so. Bisschen Knutschen wäre drin, oder, Dude? Hä? Das ist keine Wanne, das ist ein Trog. Naja, könnte alles sein, ne? So, gehen Speditionsgeschäften, arbeite etwas. Benötigen Sie 100 Dollar. Wir brauchen 100 Dollar. Wollen wir kurz, wir gehen uns kurz waschen. Ich glaub, ey, wenn du in der Dusche, also dann bist du ja... Okay, das ist Waschen, Magen, Liebe. Okay, verstehe, okay. Ich glaube, wenn du da duschst, bist du ja dreckiger als vorher. Nach großen Donations gleich abhauen, gar nicht. Ja, Deso, du sprichst aus ganz großer Erfahrung. So, jetzt erstmal Motor an hier. Gott, oh Gott. Ist sie ins Speditionsgeschäft? Wo ist denn das Speditionsgeschäft? Dum, 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 dum. Vielen Dank für deine Stream. Was ist das hier? Was ist das? Was kann ich hier machen? Kann ich das Haus kaufen? Ah, das ist ein... Das ist ein Lebensmittelgeschäft? Ich kann nur vor Ort essen? So, erstmal Huhn, Fruchtsaft. Wir müssen ein bisschen. Mad Mike haut 2 Schweizer Franken noch hinterher. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. So, was gibt's da unten? Ne, warte, mach mal aus. Was gibt's denn hier? Was ist das? Ist das das Speditionsgeschäft? Das Haus kann man kaufen, oder was? Boah, guck mal, ey, das ist ja Traumhaus. Mit einer Traumwanne. Und einem Traum-Casting-Couch-Zimmer. Oh, Karl May, das Vegetarier-Treffen ist schiefgegangen. Mary hat uns abblitzen lassen. Mary ist auch ein bisschen... Ja, klar, gut. Weißt du, die ist natürlich wieder im Prüdigkeitsrausch auf dem Enthaltsamkeitskutter irgendwie durchs Dorf geschwommen. Da ist natürlich kein Wunder, ne? Dass die ist immer so drauf. Ja, also,
Also es wäre jetzt schon Weltmeisterleistung gewesen, da überhaupt was klar zu machen. Bester Name, ja, Mann. Wie kommt man bitte auf so einen geilen Donationssound? Ah, die Taube! Die Taube! Die Taube! Dankeschön für 50 Euro. Dankeschön für den ordentlichen Leckermann-Sound. Kennt ihr Leckermann? Das ist wie Neckermann, nur dass man Zungen bestellen kann. Die Taube, dankeschön, Alter, nochmal 75 Euro, ihr seid völlig durchgedreht. Guten Morgen, Zitrone. Alter, guck mal, Coke ist auch da. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Du hast keinen Kaffee gekauft, die ist Vegetarierin. Soll sie halt auf ihrem Enthalzerkeitskutter in ihrem Salat, in den 7 Salatozeanen der Welt von mir aus rumfahren? Alf ist auch da, hallo, Blackbox, hat sich wieder vertippt, Blackbox, trotzdem dankeschön. Achso, eigentlich Blackcox oder was? Dankeschön, Blackbox, für 2 Euro, vielen Dank. Ey, die Taube. Die Taube haut 75 Euro raus, dankeschön. Und ich muss sagen, da im Chat, Milfshake ist wirklich, also ist einer der besten Namen, die ich seit langem gelesen habe. Voll geil, Alter. Nach dem Haus zu urteilen, sieht es mehr nach Armin Meiwes Simulator aus. Ach Gott. Da ist ein Kind hinter dem roten Haus. Das ist wirklich ein Kind. Alter. Was gräbt die hier aus? Was ist das? Aber soll ich jetzt hier arbeiten? Wo ist denn das ist das Speditionsgeschäft? Ja, wir arbeiten einfach mal hier, oder? Yeah, wir sind wieder bei 420 People, Leute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe eine neue Pflanze, Alexander Schulz. Ja. Nein, das ist die alte. Das ist die alte. Die haben wir wiederbelebt, klar. Nee, aber ich habe sie schon regelmäßig gegossen. Green Ninja, danke fürs Zusehen meines Contents. Wenn du den cool findest, bin ich natürlich extrem dankbar. Hat das Kind einen Heiligenschein? Ja klar, weil nur Kinder mit Heiligenschein dürfen arbeiten. Die hatte keine Arbeit mehr für mich. Doch da hinten Paletten stapeln irgendwie. Alter, dieses Geräusch, ey. Wow. Das klingt irgendwie wie bei ich beim Essen. Das ist die Vorgeschichte zu The Ring. Nenn die neue Pflanze Wei Wei. Bangladesch, boah. Ich habe letztens ein Video gesehen über Bangladesch, wie es da aussieht, Alter, ne? Da ist so ein Ding, was eigentlich mal ein Fluss war. Das ist von oben bis unten nur voll mit Müll, so von Adidas und so, die da halt produzieren lassen. Und dann schmeißen das alles da rein. Deswegen fließt da kein Wasser mehr. Also völlig crazy. Beim Film schauen, ja. Dokumentationen sind das über die Casting-Couch. Blackbox, danke schön nochmal für 2, die Taube. Und auch nochmal für. Ey, ihr seid so dermaßen verrückt drauf manchmal, ne? So, ich kündige. Ja, ich kündige für heute. Dankeschön. So. Braucht ihr doch $100 für die nächste Mission, oder nicht? Dum, 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 dum. Aber das ist ja auch nicht das Speditionsgeschäft eigentlich, ne? Wo ist denn dieses Speditionsgeschäft? Wo ist die Stadt? Haben wir eine Map? Hey, yo. Das da unten. Was ist hier? Gibt es da Gemüse? Und das sieht irgendwie nach Spedition aus hier, ne?
Beginnen Sie mit der Zahlung einer Fahrzeugkaution in Höhe von 100 US-Dollar. Wenn Sie fertig erhalten sind, okay. Dinge, die zu tun sind. Steigen Sie in den Lastwagen. Ist das der Lastwagen? Liefere die gesamte Fracht ab. So. Mann, da hat einer voll beschissen geparkt. Verzieh dich. Vorsicht, Krankenwagen. Boah, der Lastwagen. Habt ihr gesehen, wie der mich einfach angefahren hat? Mit seinem Hinterreifen, mit der hinteren rechten Ecke? Ganz schön frech. Green Ninja HD hat übrigens 10 Schweizer Franken donated. Vielen, vielen Dank für die schwitzigen Schwitzfranken. Mega nice. Danke für den Support. Mega geil. Oh. Wieder runter. So, wir müssen hier abladen. Alter! Lachsmeister, erstmal Dankeschön nochmal für 10 Euro. Nee, da ist der Lachsmeister. Deine Witz und Stream echt Spaß, kann mir nur leider keinen Franzel leisten. Lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Lachsmeister. Mach weiter so und bleib wie du bist. Wie würde Frank Drebin sagen? Hat jemand den Fahrer gesehen? Ja, hat jemand den Fahrer gesehen? Dumm. Ja, ich. Während deiner Streams White Mann. Erregt. Vielen Dank dafür. White Mann. Hat jemand den Fahrer gesehen? Ja, ich bin Zeuge. Geben Sie mir meinen Namen. Whitey Weißmann. Dankeschön. Lachsmeister, Dankeschön für 10 Euro. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und die lieben Worte. Und Prinz Klausi, vielen, vielen Dank für 25 Euro. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist ja Wahnsinn, was heute hier Verrücktes passiert. Und dann kackt mir im Stream meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich alleine jemals auf so viele Zuschauer gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich alleine, ohne dass jetzt Kies dabei ist oder so, ob ich jemals einen 600-Personen-Stream geschafft habe. Und genau in dem Moment, wo es passiert und es immer mehr wurden, in dem Moment kackt mir das Internet ab. Aber richtig, komplett Router, bam. Als würde YouTube sagen, so, ja, hier ist jetzt Schluss für dich. Das ist deine Grenze. Wir müssen ja die anderen Creator noch schützen. Ne? Darf man Vorgebrauch vor Schnabel, weil ich Alkohol trinken muss? Sogar. Oh, ich hoffe, wir transportieren keine vollen Aquarien. Das wäre jetzt echt schlecht. Resident Evil, wie du gegen den Drachen gekämpft hast, waren, glaube ich, über 700er. Könnte durchaus möglich sein. Oh, hier ist eine Kirche. Oh. Ich habe den Briefkasten von der Kirche umgefahren. Jetzt sind die ganzen Spendengelder verbrannt. Das Auto klingt irgendwie komisch, ne? Kann man hier irgendwo eine Abkürzung durch die Gärten nehmen? Ja, es ist so cool. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Leute, ich komme gar nicht mehr. Ich bin auch so in Schockstarre gerade, dass dieser Stream abgekackt ist. Tut mir so dermaßen leid, ne? Ach, wie gut, dass niemand weiß, wie ich sonntags wirklich heiß. Wo ich sonntags wirklich scheiß? Sorry, kein Name verfügbar. Donated in voller Anonymität. 20 Euro. Krass, Leute. Krass. Vielen, vielen, vielen Dank.
Krankenkassenschulden bald abbezahlt, stand vorhin im Chat. Ey, ohne Scheiß. Und dann kauft man Urus. Nee, aber ey, das hilft mir so sehr gerade in meiner Situation. Weil ich halt gerade so ein bisschen, ne, nach Auto und so gucke. Und dann habe ich halt 500, 600 Euro mehr, die ich investieren kann. Und das ist halt einfach schon mal ein gemütlicherer Sitz oder so. Ne? Liken. Leute, ihr wisst, ich frage da selten nach. Aber wenn ihr Bock habt, dann jetzt ein bisschen rein liken und unterstützen, damit der Stream wieder seine volle Dreifaltigkeit entfalten kann. Vielen, vielen, vielen Dank. Er hat mich nicht übersehen. Habe ich dich übersehen, Malte? Wieso habe ich dich übersehen? Ich habe Malte noch nie übersehen. Ja, bye bye, wiederbelebt. Ja, haben wir, Kai. Ja, haben wir. Dum, 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 dum. Guck, da ist er schon, der echte bye bye. Und Blackbox. Wer war zuerst da? Ich weiß es nicht. Dum, dum, dum. Komm immer da. Da ist er. Real bye bye. Was habt ihr bitte mit meinem Klon gemacht? Vor Angst schreiender Smiley. Gar nichts. Klon? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Bye bye und Blackbox. Dankeschön. Blackbox, dankeschön für 1,99. Und bye bye. Dankeschön für 2,49. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Möchten Sie den Job aufgeben, wenn Sie das Auto nicht in die Garage bringen und für die Kaution nicht zurückerstattet? Doch, habe ich aber. $300 haben wir verdient. Boah. Boah. Was? Fahr los! Ein Schnabel, weil ich Pforte extra gesteckt. Leute, guck mal, boah, zack, da sind die Likes gesprungen. Mega nice. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Leute. Danke, dass ihr euch die Mühe macht und die Zeit investiert, um mich ein bisschen zu supporten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, guck mal hier. Ein Charisma. Ah, nee, ein Tesla. Das soll ein Tesla sein, oder? Oh, guck mal hier. Das wäre doch eher was für uns, oder? Das wäre doch eher was für uns hier. Es geht so in die Richtung Charger oder ne? Würde ich sagen, so Dodge. Charger-mäßig ist das so, sieht das so aus ein bisschen, ne? Das ist natürlich hier so ein Monte-Karren. $3,500 kostet der. Die sind aber günstig hier, die Autos. Also, ey, die Karre für 3,5 würde ich sagen, okay, machen wir. Hand drauf. Hand drauf. Also, Lamborghini. Ihr kennt euch ja, ihr braucht ja vielleicht mal hier einen Influencer, der Werbung macht für euch mit richtig Kaufkraft, ne? Da hätten wir hier, ne, einen vernünftigen. Und dann mache ich auch. Dann mache ich so Videos, ne? Und dann zack. Oh ja. Na, willst du auch so ein männliches Auto fahren? Deine Männlichkeit vermännlichen? Dazu reicht nicht nur Google Hupf mit schlabrigen Löchern in der Mitte. Oh nein. Und wenn du keinen Sex mehr mit nur Donuts und anderem Gebäck haben willst wie Apfelkuchen, dann brauchst du so ein Fahrzeug. Also komm in die Gruppe. Porsche 911 und die Rolex. Kevin ist auch schon in der Gruppe. Und der hat sich genauso ein Auto gekauft und seitdem kann er sich voll laut für Google Hupf gar nicht mehr fetten. Guck mal, da kommt sogar Rauch hinten raus hier, der ist an. Naja, wir arbeiten uns hoch, ne? Wir arbeiten uns hoch, wir fangen erstmal hier, aber damit können wir nur die Veganerin abschleppen wahrscheinlich. Hallo Michelle, einen wunderschönen guten Abend. Dum, 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 dum. Hallo Alf! Alf, ich liebe dich, Konfetti-Bombe, Konfetti-Bombe, Konfetti-Bombe. Danke, Alf! Oh. Gucken wir mal eben auf die Map. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Da ist die Spedition. Ist das dann Glücksspielsymbol? Das ist doch Glücksspiel, oder? Irgendwo schräg gegenüber. Hier! Ja, hier ist doch Glücksspiel.
Dun, 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 dun. Nur einmal kurz. Nur einmal kurz. Komm, Fuffi. Oh, eine 5. Eine 7, klar. Noch eine. 9. Noch eine. 16. Scheiße. 15. Und jetzt überkauf dich, los. Ja. Yes. Alf, dankeschön für 5 Euro im Superchat. Küsschen, Küsschen. Kyle hat ein Problem in der letzten Episode gehabt. Der hat zu viel Schnabelweich getrunken. Komm, einmal noch. Einmal noch. Einmal geht noch. Einmal, komm. Komm, einmal geht noch. 7. Wir ziehen noch. 13 ist schlecht. Da müssen wir nochmal ziehen. Komm. Komm. Nein! Ich muss meinen Einsatz irgendwie wieder... Ihr wisst... Ach Gott. Jetzt die 10 und jetzt ein Ass. Komm. 20. Split. Ich will splitten. Ist schlecht. Was ist das hier für ein Blackjack? Nein. Oh Gott, ich dachte schon. Dumm, 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 dumm. 180. Komm, einmal noch. Bester einmal noch. Mann, lachen wir wollen gewinnen. Smiley mit lachenden 10. Augen, lachen das Smiley mit jetzt lachenden Augen, lachen das ja. Smiley mit lachenden Augen. Ja. So. 430. Komm, Ausfahrt. Ausfahrt. Jetzt ist gut. Auf der Welle. Wir müssen auf der Welle des Erfolgs reiten. Alf, dankeschön nochmal für 2 Euro. Stimmt was mit meinem Auto nicht? Stimmt was mit meinem Auto nicht? So, wir schieben das Auto mal da hoch. Dumm, 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 dumm. Wow, Michelle, 249. Ihr dreht ja völlig durch heute. Michelle, danke schön. Vielen, vielen Dank. Was ist das da für ein Ding? Was ist da unten? Wollen wir da mal kurz hin? Sag mal. Ich stecke schon wieder fest. So, was gibt's denn hier unten? Was ist das denn hier? Ein Massageclub? Ist das ein Massageclub? Ah, ne, das ist so ein Sushi-Restaurant oder so. Wow, das ist aber schon so ein ganz edler Club mit Sake, Sushi und Salamanderschwänzen. Aber leider gibt's hier nichts. Wow, guck, da steht sogar Sake-Bar. Aber das ist schon eine teure Bar. Finder. Ist sie überhaupt... Wow! Aber die hat studiert an der King University. Madeline, was sagt ihr, Chat? Madeline. No or yo? Madeline, ich weiß nicht, was... Ich glaube, ist aber eher Madeleine, oder? Ist Madeleine. Madeleine. Madeleine, meine neue Freundin. Ich bin gefahren mit Madeleine auf einer Boot. Aber leider, wir haben verloren die Motor. Jetzt Madeleine schläft mit den Fischen. Chat sagt, Madeleine ist gut. Und Addison? Nee. Oh, Ivy. Aber guck mal, Ivy sieht aus wie Mary. Und sie ist am Xinjiang Institute. Boost Tageslimit fürs Einkaufszentrum oder was? Finanziell Hobbys. Negatives Hobby. Ach so, oh, da... Ah... Devil's Daughter? Ist das neu? BRV? Mm-hmm.
Michelle, boah, Alter, wir sind über 500 Zuschauer, voll geil, dankeschön, Leute, hier, komm, wir gönnen euch nochmal eine kleine Hormontherapie, oder? Kreis nicht ablehnen, you gotta catch them all. Ja, komm. Leute, vielen, vielen Dank nochmal für diesen wunderschönen, sexy Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wenn ich sexy Kreis... Oh, wir haben eine Übereinstimmung. Wenn ich sexy Kreis abspiele, verlieren wir immer wieder ein paar Zuschauer, die dann gehen und sagen, ne, das kann ich mir nicht geben. Annahme, na klar. Libido zu niedrig. Ich habe zu wenig Libido. Wie kriege ich denn Libido? Leute, wir haben zu wenig Libido und das nach einem sexy Kreis. Was ist los mit euch? Ihr habt mir meine ganze Libido genommen. Meine ganze Libido ist lost. Danke, dass ich das sehen durfte. Das, also, ne, mein Therapeut, der glaubt mir das alles nicht mehr. Der glaubt mir das alles nicht mehr. Oh Gott. Aber der Grieche ist ja auch da. Ich musste mir in Bayern wieder die Haare schneiden lassen, Grieche, weil ich mir im Januar das Bein gebrochen habe und ich war das letzte Mal im Juni. Letztes Jahr war ich beim Friseur, bis jetzt vor 2 Wochen. Eigentlich wollte ich dann im Januar gehen, aber naja. Was ist das hier? Komm, wir fahren mal dahin. Hallo an alle. Oh nein, meine ganze Libido ist weg. Was können wir da tun? Oh, hallo, ich bin's wieder. Eure Kawaii-Kreis. Habt ihr auch Probleme mit eurer Libido? Sind eure Abbruch? Ich nämlich nicht. Für die Unterstützung Blackbox, aber ich versuche hier gerade 14 Gas zu verkaufen, um Libido zu bekommen. Also zuerst müsst ihr euch eure bibbernden Probacken rasieren, denn nur dann könnt ihr eure Libido steigern. Mit noch mehr Tipps aus meiner persönlichen App, die nur 19,99 € im Monat kostet, könnt ihr euch sehr, sehr viele Tipps über die Libido-Steigerung holen. Denn Libido-Steigerung ist super wichtig. Wenn ihr bei Finder jemanden findet, der euch hilft, dann rasiert euch als allererstes den Gluteus Maximus. Denn nur wer den Gluteus Maximus rasiert hat, hat auch Maximus-Chancen bei den Frauen. So, was ist denn hier? Blackbox, dankeschön für 5 Euro. Michelle, habe ich danke gesagt für deine 4 Euro vorhin, Michelle, und für deine 2 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. Wie geht der Motor aus? So. Oh. Ja, aber du warst ja nicht da für die Schenkelrasur. Du hast ja Silvester bestimmt wieder mit Merlin, dem Zaubererjungen, gefeiert. Ah, guck mal, Handsome Thomas ist auch da. Kawaii-Kreis Badewasser, verkaufen wir es in der... Alter, was gibt's hier? Gibt's hier Drogen? Gibt's bei euch Drogen? Was geht ab? Sie müssen eine Gebühr zahlen, um hineinzukommen. Sie müssen Zeit drin verbringen, um ihre Libido zu steigern. Nachdem sie bezahlt haben, können sie sich im Laufe des Tages so oft anmelden, wie sie möchten. Oh, ja. Oh yeah! Wow! Oh.
Alter! Es gibt doch wieder Copyright-Claims. Sehe ich doch jetzt schon. Ich schraub mal ein bisschen runter. Sie stehen zufällig Rücken an Rücken mit dem anderen Geschlecht und verdienen $50 für jede gleiche Antwort auf die gestellten Fragen. Puh, keine Ahnung. Spielt es eine Rolle, mit wie vielen Menschen ihr Partner vor ihnen zusammen war? Nein. Deine Antwort, nein. Die Antwort der anderen Partei? Nein. Wow, wir matchen. Sollte ein Mann beim ersten Date die Rechnung bezahlen? Ja. Aber nimmt das dann nicht wieder auch irgendwie die Gleichberechtigung und die Selbstverwirklichung raus? Also, weiß ich ja nicht. Oh Gott, spielt es eine Rolle, ob die Person, die sie heiraten, reich ist? Nein. Was? Was für eine... Würdest du mit einer geizigen Person ausgehen? Nein. Also komm, die... Ja, wollte ich das sagen. Kann ja nicht sein, dass die... Wenn du viel Geld hättest, würdest du ohne Arbeit leben? Nein. Ich glaube, die sagt einfach immer nein oder... Ja, nee, die hat ja schon ein paar Mal ja gesagt. Können Sie das Passwort Ihres Social-Media-Kontos mit Ihrem Liebhaber teilen? Nein. Ey, Blackbox, Dankeschön übrigens. Und ja, ich stecke sehr viel Geld in die Karre. Kreis, wir lieben dich, betende Hände. Danke für jeden Tag geile Unterhaltung. Geile Unterhaltung. Boah, guck mal, meine Libido ist auf Maximum. Annahme. Energie zu niedrig. Oh Gott, ich hab doch so viel Libido. Ich bin voller Samen. Oh Gott, das ist echt laut hier drin. Oh. Dark Creator. Er kreiert nur dunkle Videomaterialien fürs Internet. Nur Gore-Material bei Dark Creator. 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support. Danke für die Unterstützung, Leute. Und danke für die Bewertungen, Leute. Und danke fürs Chatten heute. Und es ist einfach geil. Es ist einfach geil, gerade hier Teil dieser Community zu sein. Es ist einfach schön. So. Mann! Ich bin voll bis unter den Rand mit Samen. Aber ich habe keine Energie. Manno! Ich bin in den supermännlichen Club gegangen, um supermännlich zu sein. So viel Libido. Ich muss jetzt erstmal nach Hause fahren, oder? Oh. Mega, oder? Mona, hallo, Alter, Giftbeard, einen wunderschönen guten Abend. Oh, oh, danke fürs Reinlunzen. Man stinkt vom Tag, wie immer. Ja, wir müssen jetzt irgendwie Energie und... Erstmal der Straße hier folgen. Ich kenne mich noch nicht so gut aus hier im Ort, deswegen müssen wir halt jetzt erstmal kurz gucken, wie ich nach Hause komme. Oi, da, wie komme ich denn heim? Ich habe voll wenig getrunken heute. Ich muss auch gleich mal was trinken. Wo ist mein Zuhause? Welches ist unser Zuhause? Ist das das da oben in der Mitte, ne? Neben dem Freizeitpark, oder? Oder ist es da unten links? Erstmal hart reinlunzen, JP, moinsen, heisen und schmeißen und... Guten Tag. Rechts rum? Oh. Echt mal, wir trinken mal wieder ein bisschen. Wir trinken mal einen Schluck. Ich hab da Wasser hier. Venomen! Da ist ein Venomen. Hallo, Venomen. Ja, wir haben ja Weiwei und Lady Dreibein. Sind ja noch am Leben. Wir können die ja wiederbeleben. Wäre schon, ohne Weiwei wäre es schon...
Wir haben seine Leiche so lange mit Schnabelweich eingerieben. Ich weiß nur nicht, was aus Kyle geworden ist. Ich weiß nicht, ob Kyle jemals wiederkommt. Nico, eine Unterhose reicht. Muss auch nicht die eigene sein. Wie gesagt, kannst du auch jemandem gestohlen haben oder so, ist es egal, der Türsteher fragt da nicht nach. Ein Fisi Bubbelech zur Energiegewinnung, ja, Joko, ab nächste Woche mache ich Diät. Aber dazu erzähle ich dann mehr im Podcast. Ich habe noch nie sowas geplant gemacht. Also ich habe schon mal 12 Kilo, letztes Jahr habe ich ja, oder Ende vorletztes Jahr habe ich ja 12 Kilo abgenommen. Und, aber so, dass ich jetzt so einen richtigen Plan habe mit so ein paar Helferlein-Shakes und so, habe ich noch nie gemacht. Aber es muss jetzt sein, ich muss dieses Gewicht, was ich jetzt in 3 Monaten mir angefressen habe, die ich mich nicht bewegen konnte und mit meinem scheiß Cyber-Gips rumlag und mit Schrauben im Bein und so, konnte es sich ja nicht bewegen viel und durfte es ja auch nicht. Und das muss ich jetzt ausgleichen und das werde ich machen. Ich mache 2 Wochen, mache ich radikal und dann halt so ein bisschen, also auch so Zucker-Detox und so ein Zeug. Und dann, dass ich mir halbwegs normale Essgewohnheiten wieder ein bisschen angewöhne, so, weil so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema und erzähle ich im Podcast ein bisschen mehr drüber. So, wir gehen. Erhalten? Was ist denn erhalten? Erhalten 0%. Schlafen? Achso, kann ich die aufheben, die Matratze? So, wir sind voller Energie und voller Libido. Verdienen Sie etwas mehr Geld durch Angeln? Achso, geht jetzt wieder nicht. Oder? Oh, guck mal, Penelope. Sieht echt traurig aus. Audrey und Eva. So. Dann gehen wir duschen. Gehen wir noch kurz hoch in den Laden und fressen ein bisschen was. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein Date klären irgendwie. Die A-Spiele kommen dann auch mal wieder bald. Kondome. Ich kaufe mal eins. Was ist das hier? Kekse. So als Geschenk oder zum Essen? Kekse und Bohne. Und Huhn. So, jetzt sind wir aber voll gefressen. Verdienen Sie etwas mehr Geld durch Angeln? Wenn er mir das Angeln wenigstens mal anzeigen würde, aber... Wo könnte denn Angeln sein? Irgendwo beim Wasser wahrscheinlich. Ach, da unten. Okay. Übereinstimmung. Du und sie passen. Annehmen. Audrey! Wie läuft dein Tag? Ziemlich gut. Ich bin schon ein bisschen Alpha unterwegs heute. Es freut mich, das zu hören. Wie läuft dein Tag? Das wird klappen. Hä? Sind Sie heute verfügbar? Ich bin verfügbar. Gehen Sie zu der Person, mit der Sie gematcht haben. Ja, das ist. Leute sind immer oberflächlich, aber man muss auch mal Mut zeigen ein bisschen, ne? So. Jetzt aber, jetzt wird gedatet. Wir sind voller Samen, voller Energie. Wir sind voller Badewannen-Schimmelpilze, die wir von zu Hause mitgenommen haben. Und unser Magen ist auch voll, damit wir eventuell notfalls noch schnell eine Durchfallerkrankung vortäuschen können. Ich bin sowas von verfügbar, Dawn, Alter. Ich bin so dermaßen verfügbar. Bei der Frage, sind sie heute verfügbar, werden alle Menschen schwach. Ja, allerdings. Wir haben ein bisschen Badewannentrippe aus der hauseigenen Zucht. Haben wir mitgenommen. Muss ja auch mal irgendwie gehen, ne? Aus der hauseigenen Pimmelschildzucht. Und ich sag euch,
Der Kreis Industries Pimmelschilz ist der beste Pimmelschilz. Was? Viscera Cleanup? Ah, ich weiß nicht. Viscera Cleanup? Benjamin, kann ich dir so genau noch nicht sagen, wann wir das mal wieder daddeln. Jetzt, es steht im Moment nicht auf unserer Prioritätenliste. Wir wollten jetzt erstmal vielleicht wieder ein bisschen Paint the Town mal einwerfen, wenn uns Materialien fehlen, so. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Tage Dünsch, dann haben wir noch ein anderes Projekt, wo ich gerade versuche, so einen Jingle zu schreiben, aber noch nicht ganz zufrieden bin. So. Willst du der Coolste sein in deiner Clique? Sei mutig und bumst die... Oh Gott, lass mich doch hier... Oh! Was ist denn jetzt los? Was macht er hier? Guck mal, es ist so... Oh Gott, oh, oh, dieses Chipotle-Chili hätte ich nicht essen sollen. Jetzt brennt mein Anus, oh mein Gott. So läuft er ein bisschen, oder? Herr Doktor, ich habe mich draufgesetzt. Ich brauche aber schnell einen Termin. Gleich Anzeige vom Hauptmeister. Ja, also so einparken dürfen wir nicht. Auf dem Gehweg schon mal gar nicht. Hallo. Hi. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Habe ich dich zu lange warten lassen? Ich bin auch gerade gekommen. Wohin willst du gehen so? Sag mal an. Wie wäre es, an die Bar zu gehen und etwas zu trinken? Oh, ich habe das Gleiche gedacht. Wir waren uns dann einig. Go to the bar. Wo ist die Bar? Gibt es noch mehr Bars als die eine Bar, an der ich schon mal war? Bar? Nee, ne? Es gibt nur die eine Bar. Ja, dann fahren wir zur Bar, Alter. Und die Suite, oder? Hot Mama, eben Jenny. Jenny weiß, wie es geht. Ich komme leider nicht an den Schalthebel. Da hängt, da liegt irgendwas Komisches drauf. Ah, jetzt. Frag sie, ob sie dir eine Rüstung ihrer Zwergenschmiede kraften kann. Die erinnert mich an die aus Little Britain, aber das war doch ein Kerl, der verkleidet war, oder nicht? Links rumfahren, es geht schneller. Damals in Vietnam haben wir solche Geschosse jeden Tag verballert. Alter! Sie hängt ab. Sie ist garantiert kein Horbild. Sie hängt zwar ab mit ihren Zwergenfreunden, aber sie ist garantiert kein Horbild. Ihre Körperform passt sich perfekt an. Ja, eben. Sie kann unter uns durchlaufen. Sie zieht Katapulte nach Mordor. Hauptberuflich. Sind sie hauptberuflich Felsschlepper? Okay. Go to the bar. So, was trinkst du? Es spielt keine Rolle. Okay. Dann, na gut, die will natürlich edel ausgeführt werden, ne? Aber so ein Wein ist schon recht teuer. Sekt ist ja teuer. Guck mal hier, das bunte Blubberwasser, ey. Das ist aber hier Kawaii-Kreis, eine Flasche von Kawaii-Kreis Industries. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz klassisch mit einem Bier rein, ne? So, bestellen wir mal 2 Bier. Ist ja schon teuer genug. So. Was ist dein Beruf?
ich will nicht sagen, ich arbeite in verschiedenen Berufen. Ich bin mein eigener Chef. Ich bin mein eigener Chef. In welchem Bereich sind Sie tätig? Ich mache jeden Job, den ich will. Ich verstehe nicht ganz, wie es passiert. Ich arbeite in meinem eigenen Tempo. Okay. Was ist dein Beruf? Fliesentisch. Ich bin Student, ich arbeite nicht. Blutgruppe Fliesentisch. Ja, Fälscher. Muss nicht schmecken, muss wirken. Okay. Woher nimmst du dann das Geld? Zum Glück unterstützt mich meine Familie. Oh. Schämen Sie sich nicht, Ihrer Familie zur Last zu fallen? Ich habe verstanden. Hä? Okay. Was machst du gern in deiner Freizeit? Also, nehme ich was Sportliches oder nehmen wir eher Kino? Ich rede gerne über Kino. Ich gehe nicht rein, ich spreche nur gern drüber. Was für Art von Filmen mögen Sie? Ehrlich gesagt schaue ich mir alle Filme an, aber mein Lieblingstyp, Komödien. Ah, Lachen ist gut. Exakt. Es ist ein tolles Gespräch, ich bin verliebt ein bisschen. Was würdest du gern tun? Wollen wir noch was essen gehen? Irgendwas du willst, lass uns gehen. Oh, ich habe nicht so viel Geld mit, ne? Zahlen. Geh zu Restaurant. Hoffentlich haben wir genug Kohle dabei. Ich habe nur $340. Abdrücken sieht man doch. Zu raus und dann links fahren wieder, ne? Ja. Und dann einfach der Straße folgen. Guck gerne die Sendung. 10.000 Fritösen und Raten. Auf McDonaldo. Eigentlich heute, weil ich ja nächste Woche mit meinem Kaloriendefizit anfange. Eigentlich hätte ich heute noch mal so richtig fett bei Mc's fressen müssen. Ich habe mir ordentlich Chips reingehauen und mir noch Dr. Pepper. Nach dem Stream esse ich vielleicht noch ein paar Salty Bretzels und dann geht's morgen los. Knallhart. Ein knallhartes Diätprogramm. Aber wie ich mich kenne, schaffe ich das 2 Tage und dann ist eh wieder egal. Drück doch mal auf die Hupen. Die ist stehend wie liegend 1,8. Ihr seid so gemein. Herr Doktor, ich habe mich draufgesetzt. Es brennt immer noch. Ich muss ganz schnell nach Hause. Alter, der muss richtig, der hat Durchfallprobleme. So, na dann komm. Ich rufe mal den Kellner an. Ich habe ja seine private Nummer. Willkommen, was würden Sie kaufen? Ich lass mal die andere Person bestellen. Boah, was sind das denn hier für Dinger? Was sind das für Cremeschwengel? Die Bestellung kam genauso an, wie ich es wollte. Ich mag es auch. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Einerseits würde ich gerne meinen Humor freien Lauf lassen, aber andererseits wäre es zu diskriminierend. Und ja, ich kenne das Problem, Andreas. Ich bin Creator. Ich sitze auf der anderen Seite der Kamera. Für mich ist es noch gefährlicher. Frittierte Butterblöcke haben wir bestellt. Gravitationsfalle, boah. Das ist so fies. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, ist okay. Ich schätze, du bist kein sehr gesprächiger Mensch.
Was lässt sich zu diesem Thema sagen? Du hast recht. Dann lass uns damit fortfahren. Magst du Tiere? Ja, gegrillt auf dem Spieß. Nicht wirklich. Warum magst du keine Tiere? Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Tiere mag. Ich habe einfach kein großes Interesse an ihnen. Hatten Sie schon mal ein Haustier? Ich hatte schon mehrere Haustiere. Ich habe die Verantwortung, mich zu kümmern, nicht wirklich genossen. Was würdest du jetzt gerne tun? Also, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt nach Hause gehen? Lass uns in den Vergnügungspark gehen. Boah, Leute, das wird echt teuer, ne? Vor allen Dingen $60. Was ist, wenn ich das jetzt nicht bezahlen könnte? Komm, wir joggen einmal ums Haus. Komm. Wenigstens hat Ricarda Lang auch mal ein Date, Alter. Alter, oh Gott. Oh Mann. Die bestimmt studiert Ernährungswissenschaften. Ja, ja, klar. Oh Gott. Oh Mann, ey, Kreis datet Ricarda, ey. Nee, langsam. Fahren wir rechts rum. Ja. Cindy aus Marzahn, ey. War aber billiger als gedacht. Wir hatten mega Glück. Überleg mal, ich habe sie bestellen lassen. Sie hätte für $300 Essen bestellen können. Ricarda Schlong. Oh, Leute! Ich glaube, ich muss hier rechts, oder? Themenpark? Ja. Hallo, bitte halten Sie sich mal an die Verkehrsregeln und rammen hier nicht. Ich habe hier ein heißes Date am Laufen. Ey, zum Glück habe ich Kondome gekauft. Nicht, dass wir die schwängern, die studiert. Da ist nichts zu holen. Also, die holt dann bei uns, ne? Ihr wisst. Da müssen wir mal wieder Geld verdienen gehen. Wir wollen auch bald mal ein neues Auto haben, oder nicht? Wir wollen ja heute noch zum Alpha-Mann werden. Im besten Falle gegen den Baum. Ups, Unfall. So, hier geht's. Geht's hier zum Vergnügungspark? Ja. So, das ist auch ein guter Parkplatz auch hier. So, was gibt's denn hier? Tickets? Arbeiten? Ich kann hier arbeiten. Ich will aber nicht arbeiten heute. Ich möchte ein Ticket kaufen. 2 Tickets? Ja komm, ich kaufe mal 4 Tickets, dann können wir ordentlich was machen. Geh reden. Nee, wir wollen jetzt schon, was machen wir denn? Riesenrad? Na komm, wir fahren mal eine Runde Riesenrad. Können wir uns nicht unterhalten? Können wir uns nur anstarren? Oder was? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Was ist mit dir denn nicht in Ordnung? Die hat's ja nicht mehr alle. Die hat auch noch... Was hat die denn? Bitte lass mich raus. Nein, Ausfahrt. Die hatte Druckabfall. E gleich 1000. Dum 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 dum.
Kauf dir lieber einen Kompass zum Einlochen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Alter, das ist so gemein, dunkles Stahlherz. Danke für den Support. Vielen Dank für die Unterstützung. Wow. Dum, 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 dum. Etwas Kleingeld, um die Kleine zu beeindrucken. Smiley mit herausgestreckter Zunge und zusammengekniffenen Augen. Oh, geil, Alter, René. Vielleicht machen wir die klar heute. Vielleicht machen wir die klar. Dann habt ihr ja wenigstens schon mal ein bisschen was gelernt heute. Kreis zeigt euch jetzt, wie das geht. Ihr braucht keine Angst mehr. Ihr werdet euren Traumpartner finden. Das ist überhaupt kein Stress. Das ist alles easy heute. Alles easy. Die hat das Date ihres Lebens, wahrscheinlich. Kann man jetzt mit ihr so... Ich habe ja 4 Tickets gekauft, aber irgendwie nimmt die gar keiner an. So, was würdest du jetzt gern tun? Also, ich weiß es jetzt. Nicht. Sollen wir nach Hause gehen? Komm schon! Ich möchte etwas einkaufen, kein Problem für dich, oder? Verpiss dich, ich kann mich nicht um ihren Einkauf kümmern. Ist dieser Einkauf ein Muss? Es ist kein Wunsch, es ist ein Bedürfnis. Lass uns gehen. Gehen Sie zum Bekleidungsgeschäft. Oh Gott, aber ich könnte ein paar neue Schuhe gebrauchen. Was ist da? Hilfe, nein! Nein, sie will mich fressen! Dumm, 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 dumm. Melita Kaffee, nein, Metallica, Melatica, hallo, dankeschön. Ja, irgendwie nimmt die mich voll aus heute, kann das sein? Die nimmt mich wirklich voll aus. Bekleidungsgeschäft ist, da müssen wir rechts rum und dann darunter in die Stadt wieder. Die will noch Reizwäsche besorgen. Ich glaube, das ist eine Golddiggerin, ey? Aber der hat krasses Auto. Geh mal weg mit deinem Auto, Junge. Ich hab Vorfahrt. Danke. Ach, ich schneide ihr selbst eins, Jenny. Ich schneide ihr selbst eins. Ich mach das per Augenmaß auf den Quadratmeter genau. Ich habe mich irgendwie verschaltet oder so. In der Outdoor-Abteilung, Alter. Hä, wo war denn der Klamottenladen? War in der Klamottenladen nochmal. Da bekommst du keinen Stoff mehr. Warte mal, nee, da ist das. Ah, hier. Ich bin direkt da. Weiß nicht, ob man in diese Fußgängerzone hier reinfahren darf, aber ich habe offensichtlich. Hey Mann, ja. Alles Irie. Alles Irie. Hallo. Hallo, ich bin Kreis. Hallo, Vater. Na? Bist du stolz auf mich? Hey,
Wer schiebt mich hier raus? Hallo, Vater. Komm, wir gucken mal nach Schuhen. Dumm. Das ist Yeezys. Greenpeace fragt, ob du sie ins Meer lassen willst, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Kann ich mir gar nicht leisten, ey. Ich kann mir hier nur so billige... Ich kaufe mir mal hier so klein... So Socken. Kreis hat gerade die zukünftige Miss Germany kennengelernt. Smiley mit Freudentränen. Smiley mit Freudentränen. Es zählen ja nur noch die inneren Werte. Smiley mit Freudentränen. Das ist die zukünftige Miss Kreis. Und ich muss irgendwie, muss ich meiner Freundin nach dem Stream schreiben und muss ihr irgendwie erklären, dass es jetzt eine neue in meinem Leben gibt. danke, Sexy Kreis, für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Das ist ein Spiegel vom Vergnügungspark. Nee, das ist ein echter. Wir sehen so aus. So lustig ist auch Bedside Kendra. Chandra? Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Hä, wo ist die denn? Ist die abgehauen? Ach, die steht da vorne. Ich konnte nicht finden, was ich suchte. Was sollen wir tun? Was würdest du denn gerne tun? Also, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt nach Hause gehen? Dumm. Rainer Kalmund nach einer Geschlechtsumwandlung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sie ist schon müde. Wir gehen nach Rainer Kalmund nach einer Geschlechtsumwandlung. Alter, dunkles Stahl, jetzt Dankeschön. Vielen, vielen Dank für 2 Euro. Dankeschön. Oh, da waren ja nochmal 2 Euro. Oh Gott. Hoffentlich kriege ich keinen Stress mit der Peter. Nach Hause wollen wir. Da fahren wir am besten rechts oder, nee, links. Ich fahre links und dann immer geradeaus. Oh mein Gott. Weiter so. Danke, Tommy. Dankeschön, Tommy. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Du hast sie mürbe gemacht. Danke, ich bin sehr mürbe. Kein Wunder, dass sie müde ist. Ja, gut. So viel Bewegung hat sie vielleicht wirklich schon lange nicht mehr gehabt, ne? Hauptsache, sie ist heute Abend noch, hat noch ein bisschen Energie übrig. Ich habe keinen Fahrstuhl im Haus, Darwin. Leider nicht. Einen Futtertrog haben wir ja schon im Haus. Clara, Sophie, hallo, dankeschön. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend. Einschlafen und sabbern. Ich mach höchstens noch die Sehstände. Hallo? So, jetzt erstmal hier talken, ey. $170. Ich habe mich schon immer über solche Häuser gewundert. Lass uns weitermachen. Ich bin es nicht gewohnt, auf dem Boden zu schlafen. Soweit ich sehen kann, liegst du am Boden. Es stört mich nicht allzu sehr, aber du solltest besser ein Kondom tragen. Stecker. Oh Gott! Das Kondom klemmt. Kommt die nicht aus dem Pacific-Drive-Sperrgebiet? Smiley mit Freudentränen. Oh nein, habe ich jetzt das Kondom versaut?
Was war das denn gerade? Dom, dom, snibbly, doubly, dibbly. Was war das? Was ist passiert? Guck mal, ich hab sie voll durchgeschüttelt. Ich hab sie voll durchgeschüttelt, Alter. Sie hatte einen Anfall. Die war ja besessen. Was ist da passiert? Hör auf, die hatten einen Anfall. Hauptsache, wir haben das Kondom drüber gekriegt. Oh Gott. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass man beim Exorzieren Kondome tragen muss. Oh Gott, ich fühle mich schmutzig. Ich muss duschen. Oh Gott. Oh. Oh, ein neuer Tag. Ich glaube, oh Gott, ich bin ein bisschen traumatisiert. Sollen wir ein bisschen, ich glaube, wir gehen angeln, oder? Kleine Angeltherapie machen wir heute. Ich glaube, wir machen erstmal eine Angeltherapie. Ja, wir haben eine Übereinstimmung, aber ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal durchmachen kann. So haben die Priester auch den Ministranten exorziert, Alter. Geh lieber bei 60 Grad duschen. Das Bett, wir haben zum Glück nur so eine Matratze, die können wir schnell austauschen. Boah, war das crazy. Was ist das für ein Spiel, Alter? Skibbidi, skibbidi, wong, wong. Was? Wir müssen angeln gehen, Alter. Wir müssen angeln gehen. Es sind so viele Leute hier, Alter. Es ist katholisch. Ey, zum Glück haben wir das über... Stell mal vor, die wird schwanger, ey. Stell mal vor, weil das war nur so ein Date mäßig jetzt, ne? Und ich habe da echt keinen Bock hinterher. Ich meine, wir wollen ihr nicht die Karriere versauen. Die studiert ja noch und so. Sie meinte, ich soll sie nicht so hart durchschütteln, weil sie halt vorhin noch einen Eimer Pudding gegessen hat. Wie komme ich da runter? Sie hat halt vor dem Schlafengehen noch schnell einen Eimer Pudding getrunken und dann haben wir uns ihn nicht geliebt. Panzermeister, einen wunderschönen guten Abend. In 9 Monaten kalb der Frikadellen. Was ist los mit euch, Alter? Ihr seid so gemein. Oh, so, wir wollen angeln. Kann ich mit dir angeln, oder was? Hier, gute Angelroute. Ja, ich habe nicht so viel Geld. Ich kaufe erstmal eine billige, oder... Drücken Sie E, um zu fischen. So, wenn dieses Symbol sehen, müssen Sie unten das richtige Symbol auswählen. FGH. Wenn Sie dreimal das falsche Symbol wählen, entkommt der Fisch. Die Bandbreite des Geldes, das Sie verdienen werden. Warte mal. FGH von den Tasten jetzt, oder was? Links, oben, rechts. Wo ist da ein Symbol? F. Muss ich das dann mehrfach drücken, oder was? Ne, ich muss... Oder muss ich das im Rhythmus drücken, oder? Dum, 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 dum. 15 bis 30. He did it. That son of Abe did it. Oh, ich habe $24 gewonnen. Geh. Oh nein, ich habe daneben gedrückt. Geh. He did it! Dankeschön für 10 Euro. Danke für den Support, DK. Mega nice. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen. Das ist schwer. Vom Fisch zum Fischen. Das ist ein bisschen hardcore hier jetzt. Aber jetzt wir brauchen die Kohle, um neue Dates klarzumachen und auch ein besseres Auto zu kaufen und so. Deswegen müssen wir müssen auch ein bisschen arbeiten zwischendurch. Ja, wir müssen ein bisschen zwischendurch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, auf dem Bau oder Spedition können wir viel mehr verdienen, oder?
So Spedition wäre halt geiler, glaube ich. Aber wir haben nicht mehr so viel Energie, weil wir gestern, wir haben auch nicht mehr so viel Libido. Aber im Moment brauchen wir noch keine Libido. Wir machen schon noch was klar. Wir haben jetzt Charisma plus eins. Wir sind jetzt in der Finder-App gestiegen. Verstehst du? Wir haben jetzt gute Bewertungen gekriegt, weil wir ihr einen Dämon ausgetrieben haben oder so. Und vom Wal zum Fischen. $15. Es wird irgendwie immer weniger, ne? Er ist ja 5 Sekunden Zeit zu drücken. Also Angeln ist echt lame. Also wir suchen uns lieber einen richtigen Job gleich. Baustelle ist eigentlich am besten, oder? Auf Baustelle? Auf Baustelle ist eigentlich am besten. Wir gehen wieder Baustelle. Baustelle geht am schnellsten irgendwie. Spedition musste viel rumfahren. Oder Glücksspiel. Oder Glücksspiel. Naja, dann haben wir unsere Angelroute irgendwie drin. So, Angelmodus verlassen. Ach so, man kann die... Desto mehr Angelkram man kauft, desto geiler sind wahrscheinlich die Fische, die man kriegt, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Das Auto hat voll die Probleme, ne? Also manchmal düst es irgendwie voll ab und manchmal... So, Angeln war nicht so spannend. Wir gehen Glücksspiel machen, glaube ich. Oder? So ein kleines bisschen Glücksspiel. Nur ein bisschen, Leute. Nur ein bisschen. Ey, wir zocken das morgen nochmal weiter, oder nicht? Morgen, also wir werden heute wahrscheinlich noch nicht den Über-Alpha-Status erreichen können. Wieso parke ich denn hier? Ich wollte Glücksspiel machen. Die Venom geht auch schon schlafen, frech. Gute Nacht, Venom. Kleines bisschen Glücksspiel schadet ja nicht, ne? So, was ist denn das hier oben eigentlich? Was ist denn das hier? Was ist das? Sagen Sie voraus, ob die Karte in Ihrer Hand größer oder kleiner oder gleich der anderen Karte ist. Wette? Alter. 15.000? Nee, das geht nicht. So viel Geld habe ich nicht. Ja, Fuffi. Oh, ich habe gar nicht so viel Geld. Also doch, schon, aber 17, das ist nicht gut. Aber er hat eine 14 und überkauft sich jetzt bestimmt. Ja, sehr gut. Sehr gut, wieder ein Fuffi. Komm, komm, leg hin. 10, beide 10. Komm, jetzt. Ich habe eine 20. Stand. Er hat 13. Jawoll. Wieder gewonnen. Komm, jetzt 100er rein. 100er rein. Oh nein. Nein, 16, ach Scheiße. Geld wieder weg. Quasi nichts gewonnen. Schummelbude, Schummelbude. Ich will keine ehrliche Arbeit machen. Ich will Glück haben. 13 und jetzt 23, wetten. 19, ja okay, kann ich mit leben. 13. Sehr gut, komm. 50. Oh, jetzt ein Ass. Jawohl! Forever 21! Komm, jetzt nochmal ein 100er. Ja! Ziel 10, Junge, jetzt! 15, nein! 5, 15, ich hitte. 15, scheiße. Wieso 7, 17? Wegen dem Ass, oder was? Nee, aber da ist doch schon ein König mit drin. Aber warum 7, 17? Ich zieh einfach nochmal, oder? Nee, oder nicht? Oder nicht? Ach komm. 14? Ja! 395. Ey, ich hab das Date wieder rausgeholt. Wir haben das Date wieder rausgeholt. Wir haben das Date wieder rausgeholt, Leute. Wir haben das Date. Wir haben das Date rausgeholt. So sieht's aus. So. Was ist das? Auszuverkaufen, Schifffahrtsgeschäft.
Ach so, links ist eine Legende. War die schon immer da? Habe ich gar nicht gelesen. Da unten ist Disco. Können wir Libido steigern? Brauchen wir nicht. Waren jetzt erstmal Baustelle und dann nach Hause, oder? Ihr schreibt all in. Wir wollen noch irgendwie... Also, wir müssen uns ja hocharbeiten. Wenn wir jetzt irgendwann mal die Models klären wollen, dann müssen wir auch... Ne? Investieren. Da muss ja irgendwie jetzt... Wir müssen ja irgendwie reinkommen jetzt ins System. Fett in der Liebe, Glück im Spiel. Hallo? Muss um 6 wieder an eine Fräse. Käsefuß, dann viel Spaß an der Fräse. Lass dich nicht ärgern, gell? Und schönen Abend noch. 99% der Spieler hören auf, bevor sie richtig absahen. Ja, welche Statistik genau ist es? Ist hier immer noch Kinderarbeit? Da hinten ist immer noch ein Kind, was arbeitet irgendwie. Hallo, Chef. Ja? Ich fange an zu arbeiten. Schickt er mich natürlich direkt nach hier hinten, ne? Wird man auch schmutzig bei der Arbeit hier. Aber wir müssen halt so einen kleinen... Oh, warum immer dahin? Wo ist das? Ist hier so ein Loch im Zaun? Dann geht es schneller. Muss ich mehr da unten rumlaufen. Sie war Model, aber für ein anderes Magazin halt. Gibt ja verschiedene. Ich arbeite auf dem Bau und verdiene mir Geld. Dann schlafe ich mit jeder Frau und erkaufe mir die Welt. Lebe Mann, Kreisverkehr, Kreisindustries. Gestern Nacht hab ich ne dicke Frau geliebt. La 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 la. Model für Vorherbilder, Alter. Oh Gott. Oh Mann, es ist so witzig, aber so gemein. Lieber widerlich wie wieder nicht. Mann, ihr seid alle, also, wow. Ach, Kinders. Ich hab Spaß heute, ich hab echt Spaß. Gigakreis sieht aus wie ein Schausteller. Machen wir morgen, oder? Wir machen morgen... Warum steht da oben auf Türkisch irgendwas? Ja! Mach doch mal an jetzt! Heißt wieder Undercover in seinem Betrieb, ja, der Undercover-Boss. Ich glaube, wäre der erste Stream nicht abgeschissen, hätten wir heute kreisinterne Rekorde gebrochen. Bin ich mir ganz sicher. Deswegen, wir machen morgen nochmal einen Anlauf. So, wir gehen schlafen nochmal jetzt hier. Wir brauchen Energie. Wir gehen schlafen, wir gehen waschen. Essen ist noch halb voll. Libido brauchen wir jetzt im Moment nicht so viel. Möbel shoppen, Autos shoppen. Was kostete denn das billigste Auto? Neues. Aber dann haben wir so eine Öko-Karre, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir fahren zum Freizeitpark. Ja, wir fahren zum Freizeitpark und arbeiten mal und gucken mal, wie viel man da verdienen kann. Ob man das schnell verdienen kann oder nicht.
Ganz sicher möglich. Morgen bin ich auch dabei. Sehr gut, sehr gut. Leute, morgen machen wir die Girls klar. Also, ey. In diesem Spiel hatte ich grundsätzlich jetzt schon mehr Erfolg bei Frauen als den Rest meines Lebens. Ja? Also das muss man ja einfach auch mal dahinstellen. Also. Freizeitpark. Rechts rum. Wie, du hast Spätschicht? Nee, hast du nicht. Sag denen, dass das nicht geht, weil du zugucken musst. Ja, moin. Oh, der Osti Osten ist da. Hallo. Du kommst zu später Stunde. Wir haben heute schon was geklärt. Wir haben heute schon geklärt hier. Wir haben heute Rauschstream, Alter. So ein Ultrastream habe ich. Also, das kommt mal ganz selten vor. Das kommt mal ganz selten vor. Arbeiten. So, was muss ich hier machen? Hallo. Zwei silberne Tickets, ich will. Warte mal. Silber. Holen Sie sich zuerst die Gebühr vom Kunden: 50. Das ist ein Taschenrechner. Ach so. Sie gibt 190. Dann kriegt sie jetzt 140 wieder. Und zwei Tickets. So. Nee, warte mal. Hä? Die kosten noch 50. Warte mal. Warte, wo bin ich? Sie gibt 190. Das habe ich jetzt von ihr bekommen. Sie will zwei silberne Tickets. Sie kosten... Hä? Wie funktioniert das hier? Muss ich das erst rechnen oder was? 190? Minus? 2 mal 25. 140. Ist es nicht dahin? Wie viel liegt denn da jetzt? Wo kann ich das sehen? Hä? Ist es gerade nur nicht reingeflogen, oder was? Wie viel Geld verdiene ich denn hier? Ein silbernes Ticket, drei goldene Tickets, ein rotes Ticket. Ach du meine Güte. Oh Gott, 396? Dann 25? Drei goldene. Warum zahlt der so bescheuert? 180 plus... 25, 205. Oder? So, 320. Was? Wie kann ich neu anfangen? Ich bin völlig verwirrt von diesem Spiel. Oder muss er 320 bezahlen oder nicht? 76. Warum hatte ich gerade minus 700? So, 20, 40, 60, 70, 75, 76. Nein, 76. So. Warte, 575 habe ich jetzt, ne? 330. So, wir fangen nochmal von vorne an hier. Ich habe keinen Bock, das alles... Ist eigentlich nicht schwierig. 4 silberne Tickets. 1, 2, 3, 4 sind schon mal 100. 215. So, 100, 10, 5 und ab. Aber hier kann man viel Geld verdienen im Jahrmarkt-Ding. Aber es ist voll bescheuert, weil du die ganze Zeit rechnen musst. 326. So, 50. Plus 120 sind 170. 285. Ich wusste nicht, dass er so komische, krumme Zahlen nimmt und so.
Aber wir können hier gut Kohle verdienen. Wir können hier gut Kohle verdienen, theoretisch. So, sie will, warte mal. Muss ja natürlich jetzt 4,27. Da muss man schon schlau sein. 4,27, ein silbernes sind 25. Zwei goldene sind 145. 2,50, 3,65. Nee. Warte mal. Was habe ich jetzt gerechnet? Sie hat 427 gegeben. 427, so. Zweimal rotes Ticket. So, zweimal rotes Ticket sind 230. 230 plus 120 sind 350. 375? Was habe ich denn gerade gerechnet? Keine Ahnung. Da muss man viel denken. $650 haben wir jetzt. So. 16% Trinkgeld. Gute Nacht, Fälscher. Oh, PT ist auch da. Hallo, PT. Einen wunderschönen guten Abend. Liebster PT. PT Cruiser. Haus. Sollen wir ein Bett kaufen? Komm, wir fahren mal ein Bett kaufen, weil wir müssen... Ihr wisst schon, ne? Dann fahren wir links rum. Hast du auf der Baustelle mehr verdient? Gell, Baustelle ist besser, glaube ich. Da läufst du ein paar Mal hin und her, machst die Dollar. Weil wenn wir hinterher die Mädels ausführen und dann, oh, was ist das denn? Oh nein. Oh, ich bin aus dem Auto rausgestolpert. Ah, oh, durchs Gebüsch. Oh Gott. Oh nein, durchs Blumenbeet, die Rosen. Ah, die Dornen. Ah, das piekt. Ich muss mich abrollen. Ah, ich habe mich hier abgerollt. Ah, hier kann ich mich an so einer Tür festhalten. Und, oh, was ist, oh Gott. Oh, was? Ich bin direkt vor den Blackjack-Tisch gefallen? Das ist aber ein Unfall, ein Fieser. Oh ne, jetzt auch noch ein Einsatz auf den Tisch gefallen. Oh Mann, ey. 13. Verdammt. Oh, und jetzt habe ich auch noch $100 verloren. Oh Gott, Kacke. Scheiße. Na komm. Das ganze Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Ich kann ja sonst. Oh nein. Eine 7, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, eine 18. Okay, eine 18 klingt gar nicht so schlecht. 18, okay, ich krieg meinen Ansatz zurück. Komm, komm, einmal noch. Ich muss wenigstens mein Geld wieder reinholen. Eine 9 ist, ja, mittel. Mittel, okay. 13 ist verdammt scheiße. Ist verdammt scheiße, eine 13. Nee, Kacke, ich muss ein Bett kaufen. Scheiße, ey, die ganze Kohle wieder verzockt, ey. Mist. Oh, dann machen wir noch eine Speditionsfahrt. Speditionsfahrt, da könntest du viel Geld mit verdienen, aber ist, nee. Ich glaube, Baustelle ist unser Ding, oder? Wir verdienen unser Geld ehrlich. Mit gutem, mit körperlichem, mit intensivem. Mit einer... Alter, glaubst du nur, weil du einen Sportwagen fährst, darfst du auf der richtigen Straßenseite fahren und mich rammen, oder was? Hör doch mal auf! So ein Rüpel. Bob der Bubmeister. Was ist hier los? Ich versuche rückwärts zu fahren, aber es geht nicht. Sag mal. Songs war sein Step-Up. Bist du Krattler? Ist man nun da jetzt von der Straße, ne? Ich glaub's hockt.
gibt's gleich einen Schlag ins Knack. Stepato. Dum, 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 dum. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Lupo, dankeschön. Auch lange nicht mehr gesehen hier im Kreise der Hochwohlgeboren. Hi, einen wunderschönen guten Abend, Lupo. Und dankeschön für 2 Euro. Vielen Dank für den Support. Aussteigen. So, guck mal, gibt's hier Betten? Gibt's hier Betten? Oh ja, gibt's. Oh, hier, guck mal, für 100? Oder hier schon so eins, was so... Hier kann man Handschellen dran machen, wenigstens. Das ist schon ein starker Luxus, ne? $400 ist schon viel. Dann können wir uns kein Date mehr leisten. Also, wir besorgen uns erstmal so ein günstiges hier für 100. Vielleicht ein bisschen Dekoration. Hä? Guck mal hier. Jesus piekst den Nackten mit einer Gabel ins Gehirn. Das ist doch ein schönes Bild. Finde ich gut. Das nehme ich mit. Es gibt 2 Charisma. So. Haben wir $280. Jetzt gucken wir mal. Wie ein Sarg. Warte mal, da ist das, da ist das, da ist das. Wo ist denn? Was kann man denn da kaufen? Hier ist ein Haus, ist in der Stadt. Hier ist ein Haus zu verkaufen irgendwo. Oh, hier kann man ein Apartment kaufen oder was? Ja, eine Wohnung direkt in der Stadt? Für 2000. Puh. Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht, kann man ja nicht sagen. Da ist die Disco. Da können wir jetzt Libido. Aber Disco kostet Geld. Viel Geld. Nach der Nummer die Libido wiederherstellen wird, ne? Ja. Aber das ist okay. Wir haben halt ein bisschen Exorzismus. Wir haben sie nur ein bisschen geschüttelt. Aber ich muss sagen, also ich kenne das aus der Realität auch nicht anders. Also mein Liebesleben sieht jetzt nicht unbedingt anders aus. Bräuchten unbedingt ein neues Auto. Was kosten die denn? Was kostet denn das billigste neue Auto, was wir uns eventuell dann leisten können? Wir müssen uns halt hocharbeiten, ne? Geradeaus geht's zur Town, rechts geht's zum Club. Wir brauchen mehr so Straßenschilder, um ehrlich zu sein. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Club. Achtung, wird gleich wieder laut. Aber ich kann es ja ein bisschen runterschrauben. Ja, kann ich. Weil Donations hört man dann eh nicht mehr hier im Club. Jetzt schmeißen wir erstmal die Fuffis in den Club. Schade, dass da keine Spiegel sind, damit man sich selbst sieht, wie geil man aussieht. Wir müssen natürlich teure Klamotten, teure Dates und ihr wisst, ne, so wenn wir die richtig hotten Hottie Endboss Girls abschleppen wollen, dann müssen wir schon ein bisschen uns ranhalten auch, ne. Erstmal Libido wieder auffüllen hier ab in den Club, ey. Yeah.
Lady, lady, dicke, dicke lady. Okay, komm. 100er gehe ich rein. Ist Ihre zuletzt in Kommunikations-Apps gesehene App aktiviert? Ja. Wie nein? Verdammt. Würden Sie mit jemandem ausgehen, der sich im Ausland niederlassen möchte? Ja. Vielleicht ist ja reisegeil. So, dann sind wir 50 auf dem Konto. Würdest du mit jemandem ausgehen, der dich alle 2 bis 3 Stunden anruft? Nee. Nee, das will keine Frau, oder? Das will keine Frau. Was? Das ist übrigens das Schummelspiel. Würdest du die Schulden deines Geliebten bezahlen? Nein, das macht die doch nicht. Würdest du für deinen Liebhaber auf einer Limonadenflasche sitzen? Was? Was? Was ist das für eine Frage? Nein? Fragezeichen? Wenn du viel Geld hättest, würdest du ohne Arbeit leben? Nein. Naja, gut. Also die fand ich gut da mit dem... Also die fand ich gut. Hoffentlich kriegen wir die mal irgendwann hier bei Finder. Hoffentlich kriegen wir die irgendwann mal bei Finder. Leute, wo war denn der Autoladen eigentlich? Wo gab es denn Autos zu kaufen? Da ist die Baustelle. Möbel-Autohändler. Ach, der ist da hinten in der... Wir fahren mal eben beim Autohändler noch vorbei und dann fahren wir noch mal Baustelle machen, würde ich sagen. Oder? Baustelle. Ja, aber ich will ja jetzt noch kein Auto kaufen, oder? Weil ich nicht weiß, wie viel ich mir überhaupt zusammensparen muss. Wir müssen ja erstmal rausfinden, wie viel wir uns zusammensparen wollen. Autohändler ist beim Glücksspiel. Ja, okay, dann weiß ich, wo es ist. Die Zarte hatte tolle Moves, ja. Die hatte echt gute Tanzmoves. Die haben mich total beeindruckt, ihre 2 riesigen Tanzmoves. Warte mal, so. Was
Was ist das immer für ein Geräusch? So, der hier kostet 1000. Der hier kostet 2,650, 3,5, 1,750, $350. $350? Das ist günstig. Das ist sehr günstig, $350. Wir könnten ein Glücksspiel machen. Guck mal, wir machen ein bisschen Glücksspiel noch. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir arbeiten und holen uns $350. Wir müssen Wetten spielen. 16. Nee. Fiese Nummer. Lampe für 3K ist auch da. Ja, aber 3K haben wir nicht. Obwohl, guck mal, jetzt, wir müssen verdoppeln, um mehr rauszuholen. Oh Gott. Oh nee. Jetzt ist die Kohle weg. Oh nein. Okay, komm, nochmal. Jetzt aber. Jetzt aber, komm. Wie 12? Wieso 12? Oh Gott. Nein. Nein, das ganze Geld ist weg. Ey, komm, jetzt aber alles oder nichts. Dann jetzt alles oder nichts. Jetzt, wo wir gerade da sind. Alles oder nichts. Nichts. Wahrscheinlich nichts. Ja! Oh, läuft gut. Komm. Läuft gut. Gerade läuft's. Oh, läuft richtig gut. Ja, es ist wie im Dünsch-Casino hier. 260. Komm, eins noch. Ja. Oh. Nochmal oder? Nee, kann ja jetzt. Boah, wir haben die Kohle wieder reingeholt. Wir haben die Kohle wieder reingeholt. Wir haben sogar Gewinne gemacht. Oh, ey, Glücksspiel ist total gut. Nein, Leute, Glücksspiel macht süchtig. Und bzga.de könnt ihr euch Hilfe holen. Glücksspiel ist am Ende immer nur für die Bank gut. Wir spielen hier ein Videospiel und... Ne? Wenn sie dieses Auto kaufen, wird ihr altes Auto zum halben Preis verkauft. Oh, Moment. Aber null. Boah, guck mal, Alter. 13 Charisma, neue Karre. Yeah, guck mal, ey, das ist ein Sound, ey. Das ist ein Sound, ey. Boah, ey, wie männlich ich mich gerade fühle, ey. Geil, Alter. Senpai, wunderschön. Nee, viel zu spät bist du nicht. Wir haben heute richtigen Stream-Rausch. Gibt's vielleicht auch einen Cadillac? Und dann machen wir Geronimo's Cadillac? So, jetzt arbeiten wir uns richtig kaputt, aber unsere Libido ist natürlich voll. Aber wir haben kein Geld mehr für Dates. Wir haben kein Geld mehr für Dates. Lass aber den Motor laufen. Lass den Motor laufen, dann hören wir den Donner. So, fangen wir an zu arbeiten. Natürlich wieder da hinten in der Ecke bei den Paletten. Ich muss trinken. Vom V8 zum Elektrorasierer in einem Schlag. So, hier Paletten zerlegen. Ah, Mensch, der Chef, du, der treibt uns hier wieder über die Baustelle, ne? Na, Micha.
Ich sag es mir, du. Ey, wir können leider nur im Glücksspiel halt schnell verdienen, ne? Das ist halt das Problem. Aber das schnelle Geld, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist das schnelle Geld meistens genauso schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Und das ist das Problem mit schnellem Geld. Ich habe viele Menschen gesehen um mich herum, die schnelles Geld verdient haben. Aber da war es auch genauso schnell, wie es gekommen ist, wieder weg. Und meistens dann fehlinvestiert. Ich hatte damals einen Kumpel, das ist kein Witz. Ich hatte damals einen Kumpel und der ist übelst auf Bitcoin abgegangen. Und wir saßen auf der Couch, weiß ich noch, das war, als ich meine Lehre, also als ich in die Luftfahrt gegangen bin, da habe ich den kennengelernt. Mit dem saßen wir irgendwann mal bei mir in meinem alten Zimmer noch oben, bei meinen Eltern im Haus, saßen wir da und haben so, und dann hat er so gelabert und hat mir irgendwie auch so eine Doku gezeigt und so und meinte dann so, Bitcoins, das ist das Ding und so. Ne? Und den hat, zu der Zeit hat den niemand ernst genommen, ne? Und alles so, ja, irgendwie, ne? Das ist ja gar nicht. Und dann hat er, der hat das sogar noch erklärt, wie man dann mit so Grafikkarten und diesen Speicher und so, der wusste richtig, wie das funktioniert, ne? So. Und da waren Bitcoins, da hättest du für 1000 Euro hättest du 10.000 Bitcoins gekriegt, so ungefähr. Ne? Also, die waren da nicht viel wert, so. Und alle so, ja, Marius, ne? Der Marius, der erzählt da Geschichten von irgendeiner Fantasiewährung, Alter. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht auf diesen Zug aufgesprungen bin und gesagt habe, hey, ja, hätte ich damals mein ganzes Geld da reingesteckt, Alter, dann wäre ich mehrfacher Multimillionär jetzt. Das musst du dir mal, ne? Hätte, wenn, würde. Ist ja bei allem so. Hätte man damals eine Cola-Aktie gekauft, wäre man auch reich. Oder Telekom, oder, ne, war Telekom nicht, aber BVB-Aktien auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So gerade in diesem Kryptowährungsding. Und er hat das so erzählt, ne, und hat er erzählt mit dieser Blockchain, der hatte richtig Ahnung davon. Oh, ich muss was essen, ja. Im Spiel. Und da habe ich auch gedacht, das ist eine dieser Chancen, das ist eine dieser Momente, wo das Leben dir die Zitrone gibt und du sie aber nimmst und dann irgendwie auf den Schnitzel presst und frisst. Weißt du? Und halt keine Limo draus machst, so. Und das ist... Aber dann wäre ich heute nicht hier und würde mir auch was fehlen, da bin ich ganz ehrlich. Das war im Spiel, ich dachte, nee, so laut... Ja, Mario, aber das war auch damals so, ne? Die Frage ist dann, wie lange hält man, ja? Aber er war damals der festen Überzeugung, dass die Dinger weit über 20, 25.000 Dollar gehen. Ne? Und das sind sie dann irgendwann auch. So, also er hatte vollkommen recht. Kann man ihm halt nicht vorhalten, so, ne? Er hatte vollkommen recht. Ja, Chef, du, ich habe keine Energie mehr, du, Chef. Ich muss nach Hause, ich habe Hunger. Du hast Hunger und du bist müde. Ja, Mutti. Weiß ich, Mutti. Danke, Mutti. Ich bin schon groß. Ich darf selbst entscheiden, wann ich Hunger habe und wann ich müde bin. Und wann ich mir eine Flasche ohne Verschluss in den Ringmuskel schiebe. Ich bin alt genug, um das selbst zu entscheiden.
Du musst mir meine Zäpfchen nicht mehr geben. Ich gebe mir meine Zäpfchen selbst. So. So, gehen wir mal was essen. So. Huhn, Alter, das ist voll teuer, Huhn. Bohne kostet nur 10. Bohne? Boah, aber Huhn macht richtig übel satt. Dann essen wir Huhn. Muss halt leider sein. Das gute, hart erarbeitete Geld. Was ist das hier eigentlich? Ein Bild. Können wir nochmal aufhängen, oder nicht? Ah, shit. Here we go again. Ach so, ey, wir haben doch... Siehst du, ich hab doch ein neues Bett. Hier, Jesus sticht Mann mit Gabel. Das ist auf jeden Fall... Das möchte ich gerne im Bad hängen haben. So. Jesus sticht Mann mit Gabel. Jetzt haben wir sogar ein echtes Bett hier. Das Mann. Warte, ich stelle es mal ganz kurz dahin. Krieg ich denn hier diese stinkende Matratze? Kann ich die irgendwie verkaufen? Wie kann ich denn die Matratze verkaufen? Die mit in den Laden nehmen? Ins Auto packen? Nee. Tue ich die hier erstmal ins Crackzimmer oder was? Halten kann man die nicht ver... Oh, jetzt habe ich da drin geschlafen. So. Pleite gegangener Millionär ist nur das Auto geblieben. Schlafzimmer und Flur in einem. Ja, man muss halt auch mal praktisch denken, ne? Alle erzählen, was Jesus für sie getan hat. Der eine hat mir Augenlicht gegeben, der andere so, ja, ich kann jetzt wieder gehen. Und dann kommt einer, Jesus hat mir eine Gabel in den Kopf gestochen. Ist das dann ein Flurzimmer oder ein Slur? Also ich würde es Slur nennen. Schlur. Willkommen in meinem Schlur. Ich habe Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche und einen Flur in einem. Ja, ich kenne einen Kumpel von mir, hatte das auch mal. Der hatte auch so ein Wohnklo. Das war aber auch echt, Alter, wirklich, die Toilette war mit einem Vorhang vom Rest der Wohnung quasi, war die Toilette so abgegrenzt. Hatten wir eigentlich schon Vollgas? Wie meinst du das? Beginnen Sie Fahrzeugkaution, ja. Ich bin ein Trucker und ich truckere so gern. Ich bin ein Trucker und meine Frau ist ganz fern. Doch mit den Dirnen auf der Straße vertreibe ich mir die Zeit. Ich bin ein Trucker und trag auch gerne Kleid. Ich sitze gern auf Limo-Flaschen. Der Pfad der Müdigkeit, was? Was ist das für ein merkwürdiger Pfad? Ich fahre eine Abkürzung in die Stadt. Und jeder weiß, ich mach dich platt. Ich bin ein Trucker. Ein Trucker in der Wildnis. Und ich kann fliegen. Der Schweinekopf mit der Laterne schreit nur Männlichkeit. Das sieht schon crazy aus, gell?
Hey, weg da! Verpiss dich auch von der Straße! So, kurz Pakete abliefern. Ich glaube, du brauchst ein Date. Warum? Aber ich brauche auch Geld für ein Date. Ohne Knete gibt's keine schöne Fete. Mit dem neuen Wagen, achso. Habe ich nicht sogar mal ein Spiel gespielt, was Vollgas ist? So, wir schmeißen die Pakete aber nur so aus dem Fenster, damit die... Hä, wieso ist denn da oben noch eine Fracht plötzlich? Kommt die her? Beim letzten Mal hatte ich aber noch weniger Pakete, oder? Na egal, wir schauen mal. Kommen wir hier hoch mit dem Truck? Ist ja immerhin ein Geländewagen. Nö. DK, mach's gut, schlaf schön, gute Nacht, alle Menschen, die schlafen gehen. Komm schon, ich bin doch oben, ich bin doch oben. Jetzt nochmal mit Schwung. Komm schon. Ja. Ja, wir sind oben. Guck mal, das ist näher dran. 400 Meter. Kommen wir schon irgendwie, kommen wir da schon hin. Oh, oh, oh. Das ist ein richtig gutes Auto hier. Richtig guter Geländewagen. Aber so, genau so liefern Menschen halt aus. Das ist, die Amazon-Fahrer sind, genau so sehen die Pakete aus. Als wären sie genau so damit gefahren. Fahr außenrum. Nein! Außenrum ist zu leicht. Wir sind männlich und wir wollen einen Gigakreis ganz an die Spitze der Männlichkeit führen. Wir liefern... Ach, guck mal, hier wohne ich. Ich wollte es gerade ausschreiben. Typisch Amazon. Du bist doch schon Giga. Naja, wir hatten eine Giga-Frau. Aber wir sind selber noch nicht Giga genug. Und wir haben jetzt ein neues Auto. Das heißt, wir sind schon mal... Wir brauchen natürlich aber auch noch Klamotten. Wir suchen uns gleich erstmal einen Tinder. Finder. Ein Finder-Match. So, Chefe. Ja, ja, wir haben Autos drin. So. 390 Flocorinos haben wir. Nee, Auto. Finder. Sie enthalten eine Benachrichtigung. Okay. Schicker Laufhausteppich in deiner Karriere.
Danke, Mavize, danke. Boah, mein Schweißausbruch von dem abgestürzten Stream vorhin ist immer noch nicht vorbei. Haben wir jetzt wir haben ein Match. Du willst jetzt an der Matratze horchen, aber wir haben jetzt gleich ein Date vielleicht. Mit Quinn. Möchten Sie sich heute treffen? Sie sind sehr schön. Das schreibe ich jetzt als erstes erstmal. Komplimente machen, ne? Ich weiß. Du bist so bescheiden. Das weiß ich auch. Möchten Sie sich heute treffen? Es tut mir leid, ich habe einen Job. Oder natürlich, natürlich. Ich hab Zeit. Ich habe ja nichts zu tun. Dann kommen Sie zu dem Ort, den ich Ihnen geschickt habe. Oh, guck mal hier, Audrey. Garage. Ihr Fahrzeug wird gegen Gebühren in eine Garage in der Stadt geschleppt. Nee. Nur mal gucken. Wiki? Achso. Mitteilungen. Derzeit liegen keine Nachricht vor. Easy und easy. Wo will sie sich denn treffen? Da hinten irgendwo. Aber guck mal, mit unserem Charisma. Die klingt hochnäsig, ich weiß, aber. Oh. Aber du weißt, wir schmieren hier ein bisschen Honig um den Bart und so. Wir sind ja Giga, wir machen das nicht wie in der richtigen Welt. Guck mal, Hevi sehe ich im Chat, Hevi hat Schmeckels. Ich muss nach dem Stream noch einen Link unter den ersten Stream zu dem Stream hier posten, damit Menschen, die später den ersten Stream gucken, auch wissen, wo sie hin müssen. Wie komme ich denn da hin? Wo wohnt die denn? Irgendwo am Arsch der Heide. Geschafft! Kämpfen! Man muss nur kämpfen! So! Schauen wir doch mal hier. Aber das ist eine gute Gegend hier. Vielleicht können wir da was reißen. Hey, na, Puppe? Wow, du bist ja echt super hübsch. Mann, dieses hübsche Gesicht. Da schaue ich ja immer gern rein. Hallo. Hi. Wow, gut, dass ich dich gesehen habe. Ich habe dich auch gut gesehen. Danke.
Was sollen wir zuerst tun? Ich brauche dringend Alkohol. Lass uns zur nächsten Bar gehen. Okay, wenn du bereit bist, dann lass uns gehen. Perfekt. Ich glaube, ich brauche auch dringend Alkohol, ey. Bar ist... Boah, wir sind hier unten in dieser Wohngegend. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal da lang. Hi, Marvin! Du hast keine Gummistiefel. Wieso, kann man die hier kaufen? Ach so! Oh, stimmt. Also, oh. Aber wir können auch welche kaufen auf dem Rückweg. Falls überhaupt, ich weiß nicht, ob wir so eine schöne Frau überhaupt, ob die bereit ist. Also, oder ob wir bereit sind für so eine schöne Frau. Die ist ja schon im Gegensatz, guck mal, die andere, die erste, weiß ich nicht. Smash or pass, das ist die große Frage, die wir uns heute wieder stellen hier im Dating-Simulator. Caitlyn Jenner könnte sein. Megan Fox. Nach der Operation. Früher war Megan Fox voll schön, jetzt finde ich die nicht mehr schön. Sie empfängt alles und jeden, weiß ich nicht. Na los, komm mit. Ich geb dir was aus. Tja. Tja. Hallo, ich kann nicht rauchen, weil ich keine Lippen habe. Litten. Ich kann keine Litten. Deswegen kann ich keine Zigarette rauchen. Setz mich mal wieder dahin. Oh, Julian, hallo, guten Abend. So, was trinkst du so? Es spielt keine Rolle. Ja, dann nehmen wir das billige Bier wieder hier. Mit dem Bier ist es doch ganz gut gelaufen beim letzten Mal. Zwei Bier. Was denkst du über Astrologie? Ich bin sehr interessiert. Ich finde es auch interessant. Wie sehr wird es Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf uns haben? Vielleicht hat es einen kleinen Einfluss. Manchmal gelten unsere Eigenschaften, die mit unserem Sternzeichen zusammenhängen. Definitiv, aber Menschen aller Sternzeichen haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Wahr. Was halten Sie also von der Kompatibilität der Sternzeichen? Ich glaube es nicht ganz. Ich denke, die persönliche Passform ist wichtiger oder unlogisch. Ach nein, es ist so eine Esoterik-Tante. Glauben Sie an astrologische Vorhersagen? Ich suche einfach nach Spaß. Ich verstehe, ich denke genau so. Wow, das Date läuft richtig gut. So. Was würdest du gern tun?
Also, ich weiß es nicht. Sollen wir nach Hause gehen? Lass uns in den Vergnügungspark gehen und Spaß haben. Der Kellner kommt bald. Ich zahle. Wow, die ist mega hübsch. Ja, wir glauben natürlich nicht daran, aber wir müssen Punkte machen. Verstehst du? Bis hoch zu den, wenn wir mit der Frau in der Disco tanzen wollen, mit der sexy, dunkelhaarigen, großen, mit den zwei super Tanzmoves, dann bleibt uns nun mal nichts anderes übrig als, naja, zu daten halt. Ich hoffe, sie kommt mit und dann zeigen wir unser Jesusbild. Das wird sie überzeugen. Aber das war schon mal gut, dass wir behauptet haben, dass wir Astrologie mögen. Was aber falsch übersetzt ist offensichtlich, weil... Ja. Ah, und deswegen will sie jetzt nach Astro World. So, komm. Dann fahren wir mal mit ihr auf einem Geschäft. Gehen wir hier durch die... Hier, was ist das denn hier? Fahren wir doch mal hier mit dem Ding. Die kann Zwiebeln zum Weinen bringen. Nee, wir haben kein Kondom, Alter. Die hat Leatherface überlebt. Aber brauchen wir denn wirklich ein Kondom? Hä? Wo ist sie denn? Fährt sie nicht mit? Oder sitzt sie... Achso, das ist eine Gondel pro Person, oder was? Die bekommt bei dem Tempo ein Lifting. Ich hätte gerne, es wäre so geil, wenn es so Fotoautomaten gäbe oder so, wo du dich halt mit deinen, weißt du, wo du dich mit beiden, also wo du dann dich so abbilden lassen kannst mit deiner Freundin. So, oder mit deinem Catch. Oh Gott. Das ist das Gesicht, wenn man nach dem Dünschessen auf dem Klo sitzt, Alter. Oder unbedingt verhüten oder du hast zwei und die hat Fortpflanzungsverbot. Ah, so. Na komm, wir unterhalten uns mal mit ihr. So, was würdest du gern tun? Also, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt nach Hause gehen? Einkaufen. Kein Problem für dich, oder? Ist dieser Einkauf ein Muss? Es ist kein Wunsch, es ist ein Bedürfnis. Gehen Sie zum Kleidungsgeschäft. Oh Mann, schon wieder, ey. Die wollen immer dasselbe machen. Ja, vielleicht findet sie ja was. Man weiß nicht, will sie dich töten? Hat sie Blähungen? Die kommt aus dem Dorf von The Hills Have Eyes, Alter.
the left. Das war nicht sie, die Kinder haben vor Angst geschrien, weil sie gesehen haben, ja. Sie ist das beste Beispiel, dass man beim Facelift nicht sparen sollte. Ja, allerdings, man sollte sich dann doch eine seriöse Klinik suchen. Ich kenne 10 Naturkatastrophen, sie ist 9 davon. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ey, das Spiel, wenn die Frauen hinterher schön werden, das ist ja nur noch halb so witzig. Was ist denn das hier für ein Laden eigentlich? Kann man da noch Essen kaufen? Warte mal ganz kurz. Ja, guck mal, wir können hier Snacks holen. Eine Frikadelle, Alter. Aber ist teuer. Ah, guck mal hier. 35 kostet hier ein Gummi? Moment mal, es gibt verschiedene? Das kostet 30 und das... Moment, haben die verschiedene Qualitäten? Ich esse erstmal ein ganzes Huhn aus der Dose. Dum, 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 dum. Hier Geld für ein Gummi. Benutze es Smiley mit Freudentränen. Vielen, vielen Dank für den Support, aber das war echt, das war teurer. Ich freue mich immer so, wenn ich ihn sehe. Aber guck mal, eine 1 Charisma brauchen wir gar nicht ausgeben. Boah, hier so ein Mantel wäre halt voll geil, aber der kostet 750, vergiss es. Können wir irgendwie hier Handschuhe geben, noch ein bisschen was? Oh. Oh ja, fingerlose Handschuhe brauchen wir natürlich. Oh nein, den Code wieder weg. $50. Vater, ich bin so traurig. Bitte, ich hab so einen dicken Nacken. Mein Stirnacken ist ein bisschen übertrainiert. Bitte, Vater, bitte. Sei so nett und töte mich doch bitte. Ich schaffe es nicht selber. Ah, so ja, gucken wir mal. Ich konnte nicht finden, was ich suche. Was sollen wir tun? Na, nach Hause. Spiel sie wie eine Handpuppe. Sollen wir nach Hause gehen? Lass uns in ein Restaurant gehen und wir haben noch mehr zu tun, zu besprechen. Okay, dann gehen wir noch was essen. Oh, ey, hoffentlich will die nicht... Snoop, Alter. Snoop, bring uns bitte nur die billigen Sachen, wenn ich sie bestellen lassen kann. Rufen wir mal einen Kellner an. Willkommen, was würden Sie kaufen? Ich lasse sie bestellen. Ach, guck mal da, 2 so Eisbecherchen. Das ist doch okay. Die Bestellung kam genauso an, wie ich es wollte. Ich mag es auch. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt machen wir es wie bei der letzten. Wie bei der letzten, dieselbe Nummer. Ah, was lässt sich zu diesem Thema denn sagen? Ja, na klar, habe ich recht. Wie heißt denn dein Zahnarzt? Was würdest du gern tun? Komm, sollen wir nach Hause gehen, ey? Moin, Bobonator! Es wäre toll und ich bin schon müde. Yeah! Ich glaube, da könnte was gehen, Leute. Freue ich mich darüber, sie abgeschleppt zu haben? Was ist denn mit der? Können wir die nicht? Guck mal, das ist doch die aus der Disco. Das ist die aus der Disco. Mit den guten Tanzmoves.
schüttel ihr den Salat. Es könnte eventuell, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ich glaube, der ist schon ausgetrocknet. Fahren wir rechts rum. Die Frau wirbt mit ihrem Gesicht für Post nach der Anschwanger. Boah, Alter. Jetzt muss ich rechts, oder? Ja. Ist doch die Schwester von dem Typen bei Hellboy und Karl Ruprecht von Krönen, oder? Oh Gott. Die verlorene Schwester der Hardy Boys. Ja, oh Gott. Oh, ich bin zu weit gefahren. Hoffentlich kriegen wir das Kondom richtig angelegt. Oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, also nur so richtig seriös bin ich ja jetzt wohl auch nicht. Ein Typ, der so aussieht und hier in so einer Waldhütte wohnt, da ist schon irgendwas. Da ist schon irgendwas. Soll ich dich ein bisschen rumführen? Ihre Augen. Es sieht aus wie das Haus, in dem ich wohne. Lass uns weitermachen. Dein Bett ist wunderschön. Hier zu schlafen ist wie im Himmel zu schlafen. Es stört mich nicht allzu sehr, aber du solltest besser ein Kondom tragen. Was mache ich hier eigentlich? Ich hatte irgendwann auch mal die Wahl. Ich hatte die Wahl damals mit Marius, als wir auf dem Sofa saßen. Ich hätte sagen können, ey, das mit den Bitcoins klingt voll gut. Hier, nimm 2500 Euro und zeig mir mal, wie das geht. Und dann holen wir die. Und jetzt bin ich hier und mach das. Oh, ey. Dum, 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 dum. Hallo Kreis, vielen Dank für deine Videos. Mongo nach Kongo, dankeschön. Vielen Dank für 2,49. Vielen Dank für die Unterstützung. Gerne darfst du dich und an meinen Videos erfreuen. Und es erfreut mich, dass es dich erfreut. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Stecker. Oh mein Gott. Das Kondom klemmt. D, A, S, 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 D, A. Ey, das muss sitzen, das Ding. Das muss sitzen, Leute. Oh. A, S. Nee, A ist hier. S, S. Ich hab versagt. Oh nein. Oh, oh. Wir haben ein Problem, das Kondom ist abgerutscht.
Habe ich jetzt einen Tripper oder sowas? Oh Mann. Ja. Das Spiel wird nur aufgezeichnet, während sie schlafen. Ach so, okay. Leute, es ist Sonntagnacht, es ist 0 Uhr und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir haben heute zwei richtig hübsche Frauen geklärt und wir machen morgen weiter. Wir klären morgen. Hast du noch einen Gummi für mich? Mein letzter ist gerade kaputt gegangen, Mongo. Tut mir sehr, sehr leid, Alter. Aber vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Aber ich glaube, für heute muss leider Feierabend gemacht werden, weil morgen ist ein Tag, an dem ich sehr früh aufstehen muss, weil ich krieg morgen die Fäden gezogen. Und ja, morgen kommt's aufs Puppi wieder und so. Und da würde ich auch lieber eine Frau aus Matt nachbauen. Und du heißt Matt Eagle, das ist schon ein bisschen verdächtig, ne? Wow, Leute, ich muss erstmal sagen, es war heute ein Ultra-Rausch. Es war wirklich ein Ultra-Rausch heute. Und ich würde gerne mit euch noch ein paar Stunden zocken, bin ich ganz ehrlich. Aber wir machen heute, wenn es am schönsten ist, wir machen heute Feierabend, wir zocken morgen nochmal. Denkt dran, vergesst es nicht. Morgen wieder so gegen 20 Uhr, aber vielleicht mache ich nochmal einen Post. Ich mache noch einen Community-Post morgen früh, damit auch alle Bescheid wissen. Ja, immer Community-Tabs im Auge behalten. Ich werde einen kleinen Post raushauen und dann geben wir uns richtig hier den Dating-Simulator und werden vielleicht nicht ganz so schöne Frauen wie heute daten, aber ich denke, es wird ziemlich sexy und elegant. Und you can read the bla, fix, schließen, genehmigen. Ja, okay. Was? Wie komme ich hier raus? Ach da. Während sie schlafen, schließen, genehmigen. Ich komme nicht aus dem Spiel raus. Alter, es war ultra gut. Es war wirklich ultra gut. Es war so krass heute. Wirklich. Es... Wow. Ich werde jetzt gleich noch den zweiten Stream... so ein bisschen... Link drunter posten und wir machen Feierabend und ich gebe euch eine coole Feierabend-Dings. Ich will noch die Credits kurz laufen lassen. Credits. Die Endcredits sind immer sehr schwer zu finden hier bei Streamlabs. Mach lieber weiter, nicht, dass du von den Errungenschaften träumst. Ja, ich bleib noch ein bisschen wach, damit ich nicht direkt... Ich schaue mir noch ein paar Welpen an oder so und... Credits funktionieren natürlich wieder nicht. Oh. Wäre halt geil, wenn ich die Credits... Wahrscheinlich kann man die dann nicht so gut lesen, ne? Wenn ich die Credits jetzt kopiere... Credits, warte mal ganz kurz. Wir probieren was Neues heute jetzt, wo wir so viele Leute sind. Ich geh mal kurz hier rein. Das ist doch fein. Ist doch auch was Feines. Oder nicht? Ja. Machen wir chillig Musik noch. Und dann würde ich sagen, melde ich mich für heute ab. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Und ich bin ganz elegant morgen wieder am Start. Morgen Abend machen wir ganz chilligen. Und ich würde sagen... Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht. Schlaft alle schön und ja, wir sehen uns dann morgen ganz elegant und entspannt wieder. Wenn ihr denn Bock habt.
Ja. Also Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne, angenehme gute Nacht. Ich bedanke mich für den extremen Support. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie ihr schon gesagt habt. Ich fand's richtig geil heute, und wenn ihr Bock habt, seid bitte morgen wieder mit dabei. Dann geben wir morgen nochmal genauso Gas wie heute. Und es war ein Rausch. Ich verlinke jetzt noch kurz unter dem ersten Stream den zweiten Stream und dann gehe ich aber auch ins Bett. Also Leute, gute Nacht, macht's gut, auf Wiedersehen. Bis dann. Reingehauen und ciao.